Hallo. 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 Ja, wir sind passend zurück aus der Winterpause und hatten ja eine etwas längere Auszeit. Jetzt geht es mit Rime of the Frostmaiden weiter und ja, ne, wird erstmal entspannt gestartet. Ja, genau. mit der Verfolgung eines etwas größeren, unbekannten fliegenden Drachenkonstruktes. Und ja, ich überlasse einfach mal die Zusammenfassung. Ja. Der Schnetti. Also es war ja so gewesen, ist auch immer ein schöner Satzanfang, ne? Dass wir diese Festung der Dwerga gesichert haben, dass im Grunde die bösen Dwerga, die ja diesen Plan hatten, ne, diesen Drachen losziehen zu lassen, in Gewahrsam genommen werden konnten, beziehungsweise, naja, einige von denen halt platt gemacht worden sind. Und die eine Dwerga, die, wie hieß die denn nochmal, dass die dann das Zepter sozusagen übernommen hat. Die Gandolfa. Genau. Und trotzdem, was wir nicht geschafft hatten, war, den Drachen aufzuhalten. Er ist losgeflogen, wir kennen seine Route. Wir wissen, was für eine tödliche Zerstörung er über das Land bringen wird, was den einen oder anderen sehr, sehr schwer wir haben alles gemacht. Im Magen liegt. Ne? Und trotzdem schien es so, dass wir irgendwie ja alle Zeit der Welt haben, ja? So, also zumindest beim letzten Mal, weil dann noch irgendwie in diese Dwerga-Festung noch Gespräche geführt worden sind, aber auch interessante Dinge natürlich passiert sind. Es gab Gründe. Ja, ne, da war ja auch diese Geschichte zum Beispiel mit Ravennas Großvater, der ja dort auftauchte, genau. Da war ja, und dann keiner war. Ne, und er aber ist er nicht selbst war, sondern es ein Shapeshifter war, der die Gestalt von Ravennas Großvater angenommen hatte. Und er hat aber, glaube ich, das Zeitliche gesehen. Ja, ja. Er wurde ziemlich eingeäschert, nennen wir es mal so. Er ist explodiert. Ja. Ne, auch mit der Goliath wurde gesprochen und ne, sie erzählte dann auch, von welchem Stamm sie angehört. Also ich gehe jetzt nicht so ins Detail. Ne? Und dann ging es auch darum, dass wir auch ein bisschen mehr über diese Stadt im Eis erfahren hatten, wo wir dann ja auch als nächstes vermutlich irgendwie ganz gerne hin möchten. Und naja, und dann ging es aber darum, sich wirklich mal auf den Weg zu machen, auch wenn wir nicht gerade viel an Stärke zurückgewinnen konnten. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren und machten uns auf den Weg und konnten Gandolfa davon überzeugen, dass sie uns zwei Dwerga mitschickt, die bei dem Kampf helfen. Ebenfalls die Goliath ist mitgekommen und eine Magierin, nämlich Velen, meine ich, heißt sie. Velen. Velen, ja. Die, ja, zu dieser, ne, vielleicht erinnert ihr euch, zu dieser Magiergilde gehört, wo der eine in Easthaven ja auch am Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Die, ne? Die war aber eigentlich doch vor allem so eine Nekromantin, habe ich das richtig? Ja, die hatte auch Zombies dabei. Sie hat euch ein Angebot gemacht, das ihr erst angenommen habt, aber vielleicht kommt das ja jetzt gleich. Ne? Oder bist du fertig? Nee, du warst fertig, ja, effektiv. Ne? Ja, ich wollte dann weitermachen an der Stelle halt so. Und dann, ja, also sie meinte, also durch sie sind wir ja auch auf diese Stadt im Eis, haben wir mehr Informationen erhalten und dass es wohl weitere Magier gibt, so Konkurrenten, die ebenfalls nach der Stadt suchen. Und dass, ja, und sie hatte auch noch über Auriel noch einiges erzählt. Und dann, ja, ich weiß nicht, was für ein Angebot war das denn? Effektiv war es so, dass
als sie euch auf den Weg gemacht hat, meinte sie, sie kann euch gerne behilflich sein, ne, dass eure Reittiere ausdauernder sind für dieses Unterfangen. Und das kann ja erst ganz gut. Gelebt. Und als sie dann aber ansetzte, irgendwie dem Ex-Beak Albert die Kehle durchzuschneiden, fandet ihr das nicht mehr so erquickend und habt da interveniert. Und sie hat halt nochmal die Vorteile aufgezählt. Als untote Kreatur geht halt die Ausdauer über so einen langen Sprint halt nicht flöten. Aber Nee, wir haben unsere Ex-Beaks so lieb, wie sie sind, ja. Und die müssen jetzt nicht irgendwie einer Nekromantin zum Opfer fallen. So. Aber sie hat auch deutlich gemacht, dass die Nekromanten unter solchen Vorurteilen zu leiden ja, haben. Ja, schon klar. Also der kürzere Weg nach East Haven ist, war nicht ganz ohne Gefahren. Wir sind auch einer Bestie begegnet, die einem Yeti glich, aber deutlich größer war, der wir aber entkommen konnten. Wir haben Gas gegeben und wir sind dann über das Gebirge, sicher nach East Haven gekommen und sehen, wie da der Drache schon im Begriff ist zu wüten. Große Pfeile von Ballistas werden auf ihn geschossen, also die Stadt versucht sich zu verteidigen. Und ja, jetzt sind wir mittendrin im Getümmel. The Bad. Ja. So. Ich muss da ganz kurz nochmal für mich was schauen. Zwei. Seid heute gut zu uns. Ja, bitte. Heute müsst ihr euch besonders anstrengen. Ja, bitte. Kann deine Mama nicht vorbeikommen und den Die muss hier nochmal segeln. Ja, genau. Und kannst du auch sowas wie verfluchen, so normal? Ja, das ist gut. Ja. Okay. Ja. Ich muss mal deine Würfel rein. Chris am Wochenende wieder. Genau, ihr hattet diesen kleinen Schlenker gemacht und wir hatten ausgerechnet gehabt, das waren 9 Stunden, die ihr gebraucht hattet für eure, also bis ihr in Sichtweite von East Haven angelangt. Ne, das war ja euer das Ziel, nachdem klar war, dass die ersten zwei Orte ja eh verloren waren, aber ja die warnenden Botschaft entsendet worden ist, zum Glück. So, das heißt 9 Stunden. Also genau genommen 8,5. Das heißt, ich möchte das festhalten. Ja, genau. Seit 5,5 Stunden. Du bist nach 5,5 Stunden angekommen. Also 3,5 Stunden. Okay. Dann. Und wir konnten unterwegs so eine kurze Rast auf den Schlitten. Ja, genau. Dafür war, also es ist zwar relativ holprig, aber um natürlich so ein bisschen durchzuschnaufen, das ist gegeben. Eine lange Rast ist aussichtslos auf dem fahrenden Schlitten querfeld ein, aber ich kann überall schlafen. Ja. Den Gefahren. Leider nicht erholbar. Das hatten wir, glaube ich, schon geklärt gehabt. Der Versuch ist zwar nett, aber nicht. So, und ja, und ihr seht East Haven vor euch, beziehungsweise das Erste, was ihr schon aus einiger Ferne seht. Zuerst sieht es aus wie ein Gewitter, was von oben einsetzt. Also ihr seht einen gleißenden Lichtstrahl, der durch diese fast Mitternachtsschwärze von Auriels Tagesrhythmus schneidet. Und allerdings nur wie so ein Strahl von oben nach unten schießt und sich dann aber wie so eine Schranke, wie so eine Lichtschranke einmal zur Seite bewegt und dann wieder erlischt. Kurze Zeit später seht ihr ein weiteres Aufflackern von einer anderen Stelle. Wieder schneidet dieser Strahl querfeldein. Es dauert ein Weilchen, bis ihr nah genug dran seid, um mit euren Augen durch diese Lichtverhältnisse sehen zu können. Und ihr seht die Mauern von East Haven. Ihr seht Teile dieser Mauern brennend und große Furchen, die einfach durchgeschnitten sind. Ihr hört
das Schlagen von Metall, also scheinbar irgendwelche Warnglocken, die im Inneren geschlagen werden. Ihr hört Rufe und Schreie, sowohl Warnungen als auch Kampfschreie, als auch bestialische Schreie der Qual und der Schmerzen. Und ihr seht diesen massigen Leib, der sich aus dem Dunkeln schält und einen weiteren Sturzflug über Easthaven ansetzt. Und ihr seht, aus diesem seltsamen, schwärzlichen, gepanzerten Maul schießt ein weiterer greller Lichtstrahl auf Easthaven runter. Und Eis und Splitter und Steine werden in die Luft gewirbelt und eine Schneise der Vernichtung scheint sich auf der anderen Seite der Mauer halt eben, aber das spritzt halt eben bis über diese Barrikaden rüber und ihr seht ein weiteres Gebäude, zwei, drei in Flammen auf der anderen Seite aufgehen. Ne, bis ihr immer näher kommt und näher kommt und ihr stellt fest, dass das Tor selbst offen steht. Mhm. Und einige Wachen auf diesem Torgang, also auf dem Wehrgang stehen. Und als sie euch erblicken, euch eigentlich gar keine Aufmerksamkeit schenken, mhm, ne, sondern Ein Trupp von vier Soldaten rennt zu so einem Turm, ne, und hinauf, der an einigen Stellen ja schon in Flammen steht und an anderen Stellen ist das Holz und diese Bausubstanz weggebröckelt und weggesplittert. Aber ihr seht oben so etwas, was wie so eine riesige Armbrust aussieht. Ihr seht noch, ja, zwei, drei weitere von diesen Türmen, die sind aber nur noch Rauchwolken und stehen in sengenden Flammen, als ihr anschlagt. Ne? Und ihr seht effektiv einen euch vertrauten Anblick. Dieser panzernde Drache, der befindet sich noch in der Luft, also nicht hier wie auf dem Bild, ne, nicht auf dem Boden. Und ne, schraubt sich abermals in diese Wolken. Und man sieht aber schon, ne, dass er halt eben so einen Bogen schlägt und scheinbar zu einem nächsten Angriffsflug ansetzt. Was tut ihr? Oh mein Gott. Die armen Menschen, die armen Gnome, die armen Zwerge. Sie werden alle sterben. Oh Gott. Mira, wir schaffen das. Diesmal? Wir schaffen das. Und wenn wir wieder versagen? Ja, ihr hört so ein Aus dem Weg! So ein Trupp halt eben so von vier Gardisten, die mit Bögen bewaffnet über diesen Platz halt eben sprinten und versuchen eine gute Schussposition. Ich werde ebenfalls auf oben auf den Wall. Ich denke, dort habe ich die beste Aussicht, um den Drachen mit den Pfeilen zu erwischen. Und hoffentlich kommt er runter. Okay. Toi, toi, toi. Euch auch. Eine dieser Balliste war ja noch intakt. Genau, du siehst gerade, dass eben dieser Trupp nur von vier Soldaten insgesamt da hochklettert zu diesem Turm, der auf diesem Wehrgang steht, nur um diese Balliste halt zu bemannen. Mhm. Die brennenden oder die zerstörten, sind die so kaputt, dass man die mit Mending nicht mehr herstellen kann? Oder sind das zum Teil auch einfach nur so Holzdinger, die man zusammenschmelzen könnte? Mach mal eine Perception. Blick aus der Ferne. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte keine W6 würfeln. Ich dachte auch gerade, was für eine Probe würfel ich. Vor allen Dingen auch nicht zwei. 14 oder so. Ein Würfel, ne? Du würfelst 1W20. Das ist ein ganz seltsames System. Ne? Wir haben längere Zeit. 15, das ist ja schon mal gut. Geil. Ah, also, geht doch. Nein, dritten Anlauf. Ich sag mal nichts. Ich auch nicht. Also, wir haben zu viel PWTA gespielt. Ja, ja, aber sowas von. Tschüss. 17.
Ne, 19 sogar. 19? Ich bin ja auf dem besser. Du bist ziemlich sicher, so dieses Ächzen, also gerade als du dir diese Frage stellst, siehst du, wie einer dieser Türme anfängt zu kippen und... Der nicht. Ne, es gibt Warnrufe unten und dieser Turm bricht einfach wie so ein abknickter Zweig zur Seite und es gibt lautes Bersten und Splittern und Schreie und Rufe von unten. Aber auch die anderen beiden brennenden Türme, da ist mit dem Ending ist da nichts mehr zu machen. Die ist, das sieht schon so aus. Bei einer 19 würdest du sagen, dass dieser Drache zumindest so intelligent ist oder dieses Konstrukt, die gezielt diese Verteidigungsanlagen angegriffen zu haben. Also die eine, die ist wie gesagt noch in Funktion. Aber die anderen sind schon nicht einfach nur zufällig im Weg gestanden, sondern das waren gezielte Angriffe auf. Wahrscheinlich hat er sich gestört gefühlt. Halt von ja, finster. Hast du zufällig noch zwei intakte Ballisten entdeckt? Nein, nur die eine da. Mist. Weil ich habe gedacht, wir müssen ja den Drachen vom Himmel holen. Wenn wir jetzt ein Netz an diesen Riesen Bolzenpfeil binden, könnten wir ihn vielleicht damit einfangen und vom Himmel holen, dass er nicht mehr fliegen kann. Ich laufe schon mal los. Meinst du, das kriegen wir hin? Ich nicht. Okay. Also ich glaube auch, ich laufe mal los und guck mal, da sind ja bestimmt, weiß nicht, eine Menge Leute, die irgendwie Hilfe brauchen, irgendwie, weil Häuser irgendwie eingestürzt sind, umgestürzt sind, was auch immer. Ich guck mal, was ich da tun kann. Und wenn ich da irgendwie auch, weiß ich nicht, irgendwelche Dunkelzwerge sehe, die da jetzt Unruhe stiften oder so, dann kümmere ich mich auch darum. Mhm. Aber ich glaube, bei dem Drachen kann ich im Moment nicht viel machen. Ja, würfel mal ein W20 bitte für mich. Das sind zwei. Eine was? Zehn? Eine zwei. Zwei. Nicht eine zehn, genau. Ich finde diese Ruhe vor dem Sturm schon schlimmer, ja, als wenn ich... Mein Herz rast. Ja, genau. Das ist schon... Kann man jetzt nicht Battle-Musik, so Initiative, auf geht's. Oh Gott. Ja, du konzentrierst dich. So, oder beziehungsweise verschärfst du so einen Überblick. Und du siehst... An der Stelle, wo genau dieser Wehrturm zur Seite gebrochen ist, also dass der ja, im Prinzip so zwei, drei Hütten unter sich begraben hat und aus einer davon hörst du über diesen Kampflärm und über dieses Knistern der Flammen Hilfe! Hilfe! Ja, dann renne ich mal dahin und helfe. Ja, ne, und du... okay, also du guckst nach diesem Gebäude. Du gehst auf diesen Wehrgang. Genau, richtig. Um eine gute Schussposition zu bringen. Genau. Ich nehme auch Luna mit, weil das Blöde ist, ich muss halt Luna kommandieren, damit sie... Weil sonst versteht sie nicht, was sie tun soll. So, und sonst hätte ich sie natürlich mit jemandem von euch mitgeschickt. Okay. So, ja. Alles klar. Sind hier denn viele Leute unterwegs? Hier sind viele Leute gerade auf den Straßen unterwegs. Stellenweise laufen sie halt weg. Mhm. Du siehst, dass verhältnismäßig wenig Zivilisten auf den Straßen unterwegs sind, sondern wirklich eher Gardisten und Leute, die halt zumindest eine Waffe in der Hand haben. Aber es gibt natürlich auch die eine oder andere Zivilperson, ne, die gerade aus einem der zerstörten Häuser läuft. Und genau, also man hat scheinbar mit der Evakuierung hier nicht so ernst genommen oder hat sich sicher genug gefühlt oder hat nicht so hundertprozentig drauf vertraut. Aber zumindest wirkt es so, als wenn die Leute in ihren Häusern geblieben sind oder sich an recht befestigten Stellen aufgehalten haben. Ist das alles furchtbar?
Was tust du, Mira? Ich verzweifle. Du verzweifelst? Okay. Nira, du erstarrst einfach, während du dieses Chaos um dich herum halt und diese Schreie und diese Schmerzenslaute um dich herum vernimmst. Und nur weil ich die Generalin nicht zum Schweigen bringen konnte und sie dieses Horn geblasen hat. Wir hätten alles verhindern können. Was tut Finster? Jetzt stell dich mal nicht so an, du Memme. Und ich suche mir ein gutes Versteck. Ich denke mir, mit dem nächsten Feuerball hole ich das Vieh runter. So viel kann das gar nicht aushalten. Aber ich besuche eine Stelle, wo ich nicht gut einsehbar bin. Und mal gucken, ob das klappt. Ich ziehe auch schon mal vorsichtshalber die Kapuze hoch. Okay. Ich habe eh nur noch einen Schuss, der muss sitzen. Mach mal eine Stealth-Probe bitte für mich. Natural 20. Yeah. Oh nein. Das ist auch in die Runde. Die Stealth-Probe, super. Yes, 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 yes. Sehr gut. Was habe ich da vermisst? Ja. So, ja, also du, es ist für dich ein leichtes, ein Plätzchen zu finden in einem dieser zersplitterten und zerstörten Häuser, wo aber eine Stelle ist, die zwar verkohlt ist, aber jetzt nicht in Flammen steht, wo du recht sicher wärst, dadurch, dass es schon zerstört ist, dass es nicht unbedingt das nächste Ziel direkt des Angriffes ist, also ne, dass du dich nicht zufällig in einem Versteck befindest, das wollen wo wir der nicht. Nächste große Angriff des Drachens auf dich niederprasselt. Und ja, du findest mehrere Balken und so einen umgekippten, angeschmorten Schrank und so, wo du dich halt gut in Deckung bringen kannst. Bei Griff ist klar, ne? Du rennst halt eben zu diesem Haus, wo du die Rufe gehört hast und Ravenna wirft auch Nira so einen Blick zu, schüttelt sie auch kurz und sagt, Nira, die Leute brauchen dich hier. Kümmer dich, so gut es geht, um irgendwelche Verletzte, bleib in Deckung. Ich versuche etwas, was mir mein Großvater mal versucht hat beizubringen, aber bisher nie geklappt hat. Aber es ist vielleicht ein Versuch wert. Du schaffst das schon. Okay, und dann läuft sie halt weiter und behält den Drachen im Blick, wenn der relativ nah ist. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, wie hoch er über uns fliegt, aber ich habe einen Spell, der halt 300 Fuß Reichweite hat. Also sobald ich ihn, ich muss ihn halt sehen. Ne? Also wenn du sagst, ich sehe ihn jetzt, dann würde ich es versuchen. Ja, okay, also du wartest, bis er auf eine entsprechende Reichweite kommt. Ich gehe dann zu den Verletzten. Ja, also ne, nach dieser kurzen Ansprache hörst du auch diese Rufe, also siehst Griff zielstrebig zu einem brennenden Gebäude rennen und ein bisschen untypisch nicht direkt mit der Axt durch die Gegend laufen und ist gerade dabei, so schwere Holzbalken aus dem Weg zu räumen und dahinter hörst du auch, Hilfe, Hilfe! Okay, ich tue, was ich kann. Ich komme! Okay, also ihr beide kümmert euch um das eingestürzte Gebäude und ihr drei macht euch effektiv für den Drachen bereit. Mhm. Und wir brauchen jetzt erstmal keinen unbedingten Initiativdurchgang dafür. Warum? Und zwar bei Griff und Nira. Ja, ihr seht so zwischen diesem zersplitterten Gebälk und also diesen Holzbalken recht schnell so eine Gruppe von 5 Personen, die sich da befinden. Einige davon rühren sich gerade nicht. Also zwei, diese eine Person hat laut um Hilfe gerufen. Das ist so ein Mann, ja, Mitte 50. Irgendwas Spitzes steckt ihm recht tief in der Brust. Ne? So das Hemd ist dunkel zerlaufen, aber er ist noch bei Bewusstsein.
und ruft weiter. Eine Frau hält mit letzten Kräften so ihre Augen offen und schließt eine Hand um einen Jungen, der vielleicht so 12, 13 ist. Ja, und zwei deutlich ältere Personen liegen auch so zwischen diesen Trümmern, ne, die sich gerade nicht rühren. Ich hätte gerne mal von dir einen Athletics-Check, um den Platz freizuräumen. So, das ist eine gewürfelte 14 plus 7 ist eine 21. Ja. Yeah. Gut. Für dich, also Griff, ne, du hast ja so ein bisschen Vorsprung gehabt, ne, bis Nira in Aktion getreten ist. Und du schaffst es wirklich, diesen Zugang freizulegen zum Haus. Ne? Also du musst wirklich so einen großen Querbalken, der in Flammen steht, mit einem großen Kraftakt weg aus dem Weg schaffen. Ne? Und so ein großes Loch ist frei, durch das ihr durchschreiten könnt. Und ja. Ja, ich rufe dann aus, schnell, kommt alle hier raus, und dann helfe ich halt denen, die da sich nicht selber bewegen können. Also zwei von denen, wie gesagt, ne, der Mann, also er zieht sich so mit einiger Mühe raus aus dem Gebäude, und diese Frau, ne, die hebt halt eben diesen Jungen hoch und knickt einmal mit dem Bein weg, aber mit deiner Hilfe wird sie halt raus befördert. Ja, ich wie viele Personen sind das? Mach mal eine Medizinprobe. Gerne. Weil du, ne, das ist so dieser Moment, für den du eigentlich immer trainiert hast, und ne, das, diese ganze Lehre. Genau, dafür bin ich da. Als Klerikerin, ne, die so hart des Lebens folgt. Was? Ich habe eine 5? Eine 3 gewürfelt, aber ich habe plus 7. Plus 7? Eine 10. Ja, 10 völlig ausreichend. Also du würdest sagen, zwei von diesen Personen, also 10 war genau das, was du mindestens... Gott. Zwei von diesen Personen, diese Frau und der ältere Mann, die sind zumindest stabil. Also die sind übel mitgenommen und schwer verletzt, aber die werden jetzt nicht hier an Ort und Stelle sterben. Die anderen drei, ne, also der Junge und wahrscheinlich Großvater, Großmutter oder so, ne, so wie du es einschätzen würdest, außer andere Leute, aber du hast keine Zeit, da jetzt genau drüber nachzudenken, die liegen im Sterben. Du hast wenig Zeit, sie zu stabilisieren, entweder mit deinen medizinischen Kenntnissen oder mit Magie, aber es sind drei Personen, die dringend erste Hilfe benötigen. Ich zauber jetzt. Was ganz krasses. Das kannst du jetzt gleich machen. Wir kommen einfach kurz zu einer anderen Szene. Ja. So, und auf dem Wehrgang, du hast den besten Blick von oben. Du siehst diese Kreatur wieder in Erscheinung treten, als es die Lichtverhältnisse oder die Sichtverhältnisse zulassen, siehst du diesen fast schon stählernen Leib, der aus den Wolken bricht, und es sieht aus, als wenn er so einen Schneisenflug in Richtung der Häuser zu dieser Wehrmauer macht, aber nicht direkt zu dir drauf, sondern um diesen Turm zu erwischen, den diese Soldaten halt eben gerade, also die dabei sind, diese riesige Armbrust zu drehen. Das tust du nicht. Also, und ich hole meinen Bogen hervor, und ich mache das jetzt so ein bisschen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht von den Werten, also ich
egal. auf jeden Fall fängt der Bogen an zu leuchten und man sieht, wie auf Lunas Stirn diese, ne, diese Zeichen, diese Symbole ebenfalls aufleuchten und wie so ein magisches Glitzern, ja, so von ihr auf meinen Bogen übergeht. Und als Bonusaktion caste ich nämlich Magic Weapon, sodass der Bogen magisch wird. Oh. Und ich habe das jetzt nur mal mit Luna in Verbindung gebracht, weil ich ja nicht so von mir aus aktive Magie halt irgendwie mache. Okay. Und ja, und ich lege, ich zögere nicht, ich lege einen Pfeil an und versuche, ihn zu treffen, um ihn, wahrscheinlich mache ich nicht viel Schaden, aber um ihn abzulenken, dass seine Aufmerksamkeit sich nicht mehr gegen den Turm richtet. Moment. Ich muss euch noch. Ich schieße. Einfach mal gut würfeln. Ja. Vor allem machst du auch Multi-Attack. Also. Ja, ich habe 2 Schuss. Ja, genau. Eben. Doppel 20. Oh, bitte, bitte, bitte. Genau, was bitte? Ja, der ist ja schon fast tot. Und der Zauber wird mit einer Bonusaktion gemacht. Ne? Also von daher, und hält eine Stunde. Sehr gut. Ja, du mach gerne oder einen Angriff. Ja. Also ich schieße direkt 2 Pfeile hintereinander. Also ich mache Multi-Attack. Ich hätte gerne von allen von euch jetzt schon mal einen Initiativwurf. Ach so. Einfach. Okay. Soll ich auch? Ja, ja, mach das mal zuerst. Ich habe eine 10. Also final 10? Ja. Ravenna? Moment, wo bist du? 15. Griff? 21. Wow, super. Finster? 10. Nira? War da irgendwas mit Plus? 11. 11? Da steht ganz oben auf dem Ja. Ja, jetzt. Ja. Muss ich ja wieder dran gewöhnen hier. Mhm. Ist das alles... Wie gesagt, einfach gut würfeln. Ja. Einfach. Mhm. Man kann die auch so Würfel, ne? Man kennt doch diese Meditationskugeln, ne? Mhm, so, also die 2 so dreht, ne? Kann man auch mit Kugeln oder? Genau, also auch so mit Würfeln. Ja. Die nicht so. Zumindest mit 20 Zeit. So schön rund. Ist das. Ich glaube, der Norm würfelt auch für unsere NPCs, die uns helfen. Könnte schon sein. Der würfelt ja, nur gegen uns. Ja, also uns. Das heißt, der erste ist ein bisschen aufwendiger. Aber ich bin sofort durch. Mhm. Ja, wenn wir es nicht schaffen, dann müssen uns halt die NPCs. Das ist jetzt auch einfach nur für mich, damit wir auch eine Reihenfolge haben. Hm? So, okay, jetzt kannst du deinen Angriff gerne. Okay. Fuck it. 14 und 13. Na, du schießt Scheiße. zwei Pfeile hoch in die Luft und du siehst, wie sie trotz deiner magischen Aufladung boom, an den Schwingen vielleicht einfach durch diesen Flug, ne, den der Drache von sich gibt, einfach weggeschmettert und weggeschlagen werden. Also einer zerschellt an diesem Panzer der Kreatur und der andere kommt nicht nah genug ran, weil scheinbar diese Windböe oder dieser Windstoß von diesem Flug den Pfeil noch etwas verzieht und er an der Kreatur vorbei saust. Verdammt, ja, so, also Miola ist am Fluchen, ne, so, und Luna, gib mir Rückendeckung, ja, so, also für, falls irgendwas da den Gang halt hochkommt, ne, das, ja, scheiße, Entschuldigung. Okay. dann würde ich sagen, du, Fenster? Also,
Ich wollte den Drachen ja so fliegen lassen, dass der im Prinzip an mir vorbeizieht, sodass der, wenn ich schieße, nicht sieht, wo der Flammenball herkommt. Da weiß ich nicht, ob das von der Position jetzt einfach der Fall ist. Hm. Zur Not warte ich ab. Ich habe die super Position, ich gehe hier nicht raus. Mhm. Ja, doch. Das. Du bist ziemlich sicher, dass zumindest wenn er mit den Augen gucken würde, dich jetzt nicht mehr... Das ist das Einzige, worauf ich setzen kann. Dann baller ich direkt diesen Feuerball auf den von hinten in der Hoffnung, dass er den gar nicht sieht und dadurch gar nicht ausweichen kann. Genau. Man muss da immer hoffen. Würf mal bitte den Schaden. Voll? Also sag mir mal den vollen Schaden. Ja. 8d6. Ja, also du würfst generell sowieso immer den vollen. Du hast ansonsten auch bei dir an der Stelle. Ein Kästchen vor dir. Krieg nichts mit. 31? Ach du, ja einfach, da liegt auch noch eins. Ja, genau. Darauf habe ich versucht hinzuweisen. Was so. So. Du passt diesen Moment ab und schleuderst dann wieder dein flammendes Geschoss nach oben. Ich glaube 120 Fuß, ne? Ist irgendwie Feuerball. Ja. Und sogar 150. Du siehst, wie diese flammende Explosion genau diesen Drachen, dieses Konstrukt als Zentrum hat. Er ist zum Glück auch hoch genug, dass es keinen Kollateralschaden durch diesen Feuerball gibt. Und du kannst sehen, wie er durch diese Wucht des Einschlags vor einem Moment aus der Bahn geworfen wird. Ne? Also es sieht so aus, als wenn irgendeine unsichtbare Faust ihm von unten in den Leib geschlagen hätte und er einmal nach rechts oben ausschert und tatsächlich so ein bisschen zur Seite kippt und Mühe hat, sich wieder zu stabilisieren, um diesen Flug weiter fortzusetzen. Aber so seine Richtung ist unterbrochen. Oder beziehungsweise die eigentliche Flugschneise. Mhm. Und das, was du zumindest vom Boden erblicken kannst, sieht so aus, als wenn diese Panzerplatten sich auch dunkel und rußgeschwärzt verfärbt haben. Welchen genauen... Dafür ist es in der Bewegung momentan schwer zu sagen. Ja, wahrscheinlich sehen wir diesen Feuerball, ne? Und dann sehr gut, sehr gut. Es gibt wirklich so eine, eine Detonation oben am Himmel und diesen Glutball, der einfach für einen Moment die Gestalt auch verbirgt. Oder? Mhm. Und dann seht ihr, wie etwas so da rausgeworfen wird. Mhm. Fällt dir jetzt zu Boden? Sehe ich ihn dann? Also ich will genau diesen Moment auch wirklich abpassen und Ravenna konzentriert sich, denkt an das, was hier groß war. Irgendwo im Hinterkopf war doch da irgendwie dieser eine Spruch, den er ihr versucht hat beizubringen, aber sie war nicht stark genug damals. So. Und bis jetzt immer nicht, aber vielleicht. Und streckt so die Hand aus, obwohl sie es nicht braucht, aber sagt... Du wurdest aus Erde geboren, du gehörst nicht oben in die Lüfte. Ich binde dich wieder. Komm hinab. Ne? So und konzentriert sich, guckt auf ihn drauf. Er hat halt eine Stärke, Saving Throw, so bei vielen, vielen Zaubern von einem Druiden. Aber sehr schön beschrieben. Maybe. Das klappt bestimmt. 300 Fuß. Ja. Muss ja noch Würfel mal schlecht. Würfel. Nein, der hat Advantage wahrscheinlich. Hätte er nicht Advantage gehabt, wärst du erfolgreich gewesen, aber wahrscheinlich eine 23. Ja. Tja. Meine,
vielleicht würfelst du einfach irgendwann schlecht. Halt Magic trotzdem eine gute Idee. Ja. Was du hast das überprüft, das ist alles korrekt. Unabhängig, ob er es gesehen hat, aber er hat diese magische Resistenz, aber sie hat ihm nicht geholfen, meinem Feuerball. Da war es eine 1 und eine 7. Siehst du, du kannst auch für mich schlecht also würfeln. Ich gebe nicht auf. Und die 7 war, ne, du... Channelst deine magische Kraft, aber du spürst diesen für einen Moment dieses Ringen, aber dann, als wenn so ein Band durchschnitten werden würde und deine Magie abgeschüttelt wird. Du spürst auch, dass sich irgendetwas stark gegen deine Magie aufgelehnt hat. Und dann ist der Drache. Ist geknickt. Plan B. Also der fliegt noch rum. Nee, der ist jetzt von seinem Ursprung. Also das Gute ist, er attackiert nicht die Balliste. Okay. Mhm. Musik ist auch so dramatisch. Ne? Ja, mein Name ist ernst. Ihr beide seid zusammen. Genau, ich mache ein W6. Das ist das, was in unserem Kopf ist. Alles ist gut. Oh, weil das ist jetzt wirklich... Gucken wir einfach mal, wo der landet. Bei einer 5 bis 6 hat es mit keinem von euch irgendwas zu tun. Bei einer 1 ist es das Gebäude, wo ihr beide gerade dran seid. Also, oder wir sind die Straße, wo ihr beide gerade dran seid. Bei einer 2 ist es die Position, wo du gerade mit deinem Bogen steht auf dem Wehrgang. Bei einer 3 bist du. Und bei einer 4 hast du ihn so aus der Bahn geworfen, dass er halt eben... Aber du bist auch wieder sichtbar. Und wie gesagt, ich bin nochmal versteckt. Ach so, ich dachte... 5 bis 6, wie gesagt, nix. Okay. Guckt. Ja, Karma findet immer. Ich bin immer noch versteckt, der sieht mich nicht. Ich bin immer Optimist. Das Gute ist, du hast tatsächlich das Gefühl, er würde, für einen Moment wirkt es so, als würde er dich nicht erblicken. Und du siehst, dass dieser Rachen, ne, in so einem bläulichen Licht anfängt zu leuchten und ein Strahl runterschnellt, aber gut 10 Meter von dir entfernt auf den Boden schlägt. So, und gerade als du durchatmest, siehst du, dass er sich mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit halt einmal durch diese Straße halt frisst, genau durch dieses zerschmetterte Haus, in dem du dich befindest. Mhm. Ich hätte gerne von dir einen Dexterity Saving Throw. 15? Eine 15 reicht leider nicht. Für wen? Für mich. Ach nein. Okay, Plan B. Oh Gott, oh Gott. Aber ich finde, das ist einfach so, diesen Wink des Schicksals. Die Würfel sind heute. So. Ich habe bestimmt noch einen vierten. Ach, das ist Kreaturen. Das ist ein Konstrukt, keine Kreatur. Dann sind das... 15, 20, 26 krass. Punkte Radiant Damage. Scheiße. Aber seit ich tot war, nehme ich doch Radiant Damage gar nicht mehr hin. Und du spürst diesen, für einen Moment, diese... Es ist vielleicht das zweite Mal dieses Gefühl, als würdest du wieder Kälte spüren. Also als wenn irgendetwas Unangenehmes, Eisiges tief in dich schneiden würde. Und du merkst erst 2-3 Sekunden später, dass du durch die Luft geworfen wirst, zusammen mit einigen anderen Splittern, wie dieses Versteck und das Haus, in dem du dich gerade noch Deckung gefunden hast, jetzt komplett getilgt und ausradiert wird. Aber... Der Schmerz ist ein gutes, als du landest, weil dir bewusst wirst, nur mit diesem Klingeln in den Ohren und diesem gleißenden Licht in deinen Augen, dass du immer noch im Diesseits. Also du hast Erfahrung damit, wie es ist, nicht mehr im Diesseits zu verfallen. Aber du fühlst so, dein Körper fühlt sich so gebrochen und zerschmettert an und du siehst diese Kreatur über dich hinweg fliegen. Okay. Oh Mann. Du
du wolltest was tun mit Magie. Ja, aber jetzt sehe ich ja, wie finster durch die... Du, das ist doch das, was du von gerade machen konntest. Ich wollte nur den Schauplatz halt einmal wechseln. Du bist woanders. Ich sehe das nicht. Nee. Alter. Ja, ist egal. Oder mach mal eine Perception-Probe. Ich meine... Mit Disadvantage, weil du dich gerade um die Verwundeten halt eben kümmerst. Was soll ich machen? Eine Perception-Probe. Perception. Genau, und Disadvantage, das heißt zwei Würfel und den schlechteren. 19 und eine 18. Eine 18. Mhm. Und Perception drauf kommt? Ja, habe ich schon. Ah, hast du schon. Okay. Ja. Dann siehst du tatsächlich so gut 10 Meter von euch entfernt, finster aus einem Gebäude, wo eine gleißende Schneise durchgezogen wird, durch die hölzerne Wand durchbrechen. Ne? Als hätte ihn irgendein kraftvoller Hieb erwischt. Ne? Er rollt über den Boden, rappelt sich aber auch schon wieder auf. Ich bleib liegen. Oh, okay. Ganz tief liegen. Aber du hast doch jetzt sicherlich so eine Art Schaden gekriegt. Ich habe ganz viel Schaden bekommen. Ja, also ich lasse erstmal meine ganzen Verbände fallen, die ich ja für die Bevölkerung und renne zu Finster. Genau. Du weißt, diese drei Personen werden sterben, wenn du das tust. Ah. Also pass auf. Du kannst es tun. Ich zauber Keiner jetzt als allererstes, bevor ich irgendwas tue, so einen krassen Aura der Vitalität. Das heißt, egal wo ich bin, ich habe so einen heilenden Kreis um mich herum. Ja. Und kann als Bonusaktion alles um mich herum heilen. Wow. Und mich selbst. So. Das ja, geht mir Moment. Ja. Ja, dahin, ne? Ja. So. Als Bonusaktion, ich glaube, eine Minute lang hält das. Ne? Ja, ja. Also das heißt 10 Runden und ja. Jede Runde hast du eine Bonusaktion, um genau. Zu heilen. Ich würde sagen, du kannst, weil einfach wir noch keine feste Runde hatten von der Zeit her, wenn du die drei, die im Sterben lagen, stabilisieren möchtest, also aus dieser Schwelle rausholen möchtest, dass die nicht sterben werden. Richtig. Dann hast du effektiv 3 Runden damit verbraucht. Also das heißt, 3 Anwendungen sind effektiv weg. Mhm. Ne? Und das ist der Moment, wo du jetzt gerne handeln kannst, nachdem du das siehst. Was möchtest du denn? Ja, also die 3 habe ich jetzt. Die 3 sind von deinem gleißenden Licht umgeben. Und ne, du hast die Kraft deiner Göttin in sie gespeist. Und du siehst auch, wie sie... Ein wieder Wunder. Zu sich kommen und tatsächlich fitter wirken als die beiden anderen, aber ne, und du, dein Herz ist erleichtert, ne, dass du sie Gott sei Dank. Vor dem Tod gebracht hast. Und dem Finster, dem schicke ich mein Channel Divinity. Das heißt, der kriegt 30 Lebenspunkte. Einfach so. Krass. Einfach so. Das denn, ja. Ja, bevor der stirbt. Okay, also das war deine Handlung. Das war meine Handlung. Diesen Zug. Genau. Dann können wir gerne nochmal, also auch ohne okay. dass die Püppis groß gelegt ja. werden. Wobei, ich guck mal. Könnte sein, dass brauchen wir das. Können wir gleich machen, denke ich. Dann machen wir eine kleine Pause, machen die Battlemap fertig. Mhm. Ja. Ja, mach doch eine kurze. Yeah. Wobei, nee, komm, wir machen noch einen abstrakten Durchgang. Mhm. Du siehst, dass der Drache, oder ihr seht alle, dass dieser Drache dabei ist, wieder sich von diesem Schauplatz zu entfernen. Mhm. Vielleicht, um sich aus diesem Feuerhagel rauszuziehen oder um wieder Kraft zu tanken für seinen Angriff. Wer weiß es, aber er ist zu diesem Zeitpunkt, dadurch, dass wir es jetzt so abstrakt halten, also alle, die Angriffe haben, die 270 Fuß weit gehen würden, würden ihn Nein. in dieser Runde erwischen können. Habe ich jetzt nicht so dabei. 270? 270. Warte.
In Klammern steht ja was von 600. Dann ist das deine Extremreichweite. Mhm. Ich glaube, die geht auf Disadvantage. Steht davor? 150. Ja, 150 ist die normale und alles drüber hinaus. Also bis maximal 600 kannst du schießen, aber alles über 150 ist mit Disadvantage. Nee, dann warte ich ab. Okay. Weil ich will ihn ins Visier nehmen. So leicht entkommt er mir jetzt nicht noch einmal. Okay, alles klar. Und dafür muss er näher so da sein. Okay. Ich denke so, es ist Zeit, die Freunde der Feenreich zu holen. Mhm. Und ich beschwöre 8 fliegende große Eulen. Oh. Also, nice. Die so dachte gerade auch an Finster. Und gebe ihnen grundsätzlich den Befehl, also ab jetzt alles zu tun, den Drachen, also die Flügel möglichst anzugreifen, dass er runterstürzt. So ohne Rücksicht auf Verluste, dass die ihn stören, attackieren im Flug. Sind das normale Eulen? Das sind große, Large Beasts. Also das. Giant Owls wahrscheinlich. Large. Ja, Giant Owl. Aber wie heißen die? Giant Owl, ja. Ja, genau. Ja. Sorry. Weil Eulen hätten ja, die ja, ja, nee. Das sind Giant Owls. Okay. Die sind auch jetzt so... 8 Stück? Ja, mit dieser Aufgabe und dem Ziel, sich auf diesen Drachen zu stürzen und versuchen, ihn halt eben seine Flügel zu... Also ihn irgendwie zum Sturz zu bringen. Genau. Okay. Genau. Weil das Gute alles klar. Wie sehen diese Eulen dann aus? Das sind wie hier so typisch so weiße Schleiereulenartig, also ganz groß, so ein bisschen bräunliche Federn allerdings so am Hinterkopf, ganz großes weißes Gesicht mit diesen großen gelben Augen und ein bisschen hier oben allerdings so ein bisschen Puschel. Und weil es halt so Feen sind, dann sehen die Schwanzfedern auch etwas länger aus, aber die fliegen lautlos und also ich spreche auch mit denen auf Sylvan, sodass die mich halt auch verstehen. Mhm. Und, schön. Ja, also um dich herum, ne, an der Stelle, wo diese Eulen auch auftauchen, genau, also gibt es halt so einen, formieren sich. So einen grünen Riss in der Realität effektiv und aus diesem Riss fliegen halt plötzlich diese großen Eulen heraus. Ne? So formieren sich um Ravenna herum und so als einen Schwarm driften die dann nach oben. Genau. Noch jemand? Aber ist das nicht, du hast doch auch mal hier so Wölfe oder sowas, hast du da auch mal herbeigerufen. Ja. Das war aber was anderes, oder? Doch, das ist der gleiche. Ach so, okay. Ich kann verschiedene Kräfte. Ja, okay. Cool. Und die sind vom Challenge Rate. Ja, aber ich sag mal, deine Zwergenfestung waren die Wölfe. Oder ich habe die Hoffnung, dass sie den stören. Mhm. Genau. Und ich meine, dass das Tolle ist, die, also für dich, Norm, die verursachen keine Opportunity Attack. Also das heißt, wenn sie ihn angreifen, die Flügel, und dann, also die machen diese Taktik, zustoßen, wieder weg. Also sie haben jetzt nicht eine Irrsinnsreichweite, aber dadurch, dass es eben 8 Stück sind, denke ich. Ja. Was für eine Geschwindigkeit haben die? Die fliegen oder ich 60. Hab 60? 60? Ja. Mhm. Genau. 60. Mhm. Und der Drache. Was haben die denn für einen Angriff? Die sind nicht jetzt wahnsinnig im Angriff, aber es soll ihn stören. Alles klar. Mal gucken. Noch jemand, der was tun möchte in dieser 270 Fuß? Wenn der rumdreht, ich habe so den Eindruck, das Einzige, was hier hilft, ist noch mehr Feuer. Und ich verbrenne einfach langsam alle meine kleinen Zauber, die ich habe, und wandle die um in Spellpoints. Dass ich mir die am Ende in den Großen zurückhole. Krass. Ich habe nämlich noch 3 Einser. Du hast 3 Einser, ja. Brauche ich halt. Genau, du kannst. Es gibt, glaube ich, irgendwie einen Maximum-Slot, den du zurückkommst. Den Dreier. Ah, 3 ist genau, Dreier, ne? Okay, alles klar. Ich wusste nicht, wo es gekappt war. Okay, und die Zeit bei der Reichweite nutzt du einfach, ne? Und ich bleib da also brav liegen, gucke was. Ne, du machst das bei dem ersten Spruch erstmal, weil es effektiv jetzt eine Runde. Nun wandelst deine oder kanalisierst deine Magie um
Und was ihr erblicken könnt, könnt gerne alle mal eine Perception-Probe machen. Natural 20! Yay! Nice. Hattest du gerade auch die? Nein, nee, das war jemand anderes. Ich habe befürchtet, dass du es sagst. 16. 15. Wir sind hier. Du konzentrierst dich auf deinen Zauber. Genau. Also alle mit 15? Ja. Ihr seht, dass der Drache, das sieht ein bisschen anders aus als vorher. Mhm. Also der fliegt nach oben und nimmt wieder Distanz von diesem Geschehen. Ihr habt aber das Gefühl, dass er sich von Easthaven entfernt. Mhm. Der haut ab? Nicht dein. Du bist dir absolut sicher. Du siehst für einen Moment so ein rötliches Leuchten in den Augen, als sein Kopf einmal zurückfällt, also über diesen brennenden Schauplatz von Easthaven, und nur dieses Glimmen in den Augen erscheint, und dann siehst du, wie der Kopf sich ausrichtet und von deiner Perspektive aus würdest du ganz klar sagen, dass er also in Richtung von Kaer Dinneval, also über diesen großen See hinwegblickt. Und ja, du hast das Gefühl, als würde er seine nächste Etappe einfach in Angriff nehmen. Also das war jetzt auch das nächste, wir kannten doch mal nicht sein. Ja, ihr kennt die Flugroute von ihm. Aber das war jetzt gar nicht geplant zeitlich. Das wäre so eine Abbruchbedingung, wenn zu viel Widerstand schon sein. Also dann rufe ich zumindest euch zwei schon mal zu. Der haut ab. Der will zum nächsten Ort. Ja, ich laufe dann diesen Wall runter, ne, so suche euch. Wie weit ist der weg, als dieser Ruf kommt? Weil ich bekomme ja gar nichts mit, ich sehe das ja gar nicht. Ja, ist von dir, also dadurch, dass die beiden ja dort zusammen waren und Nira dich sehen konnte, ist Griff auf jeden Fall, und Griff hat starke Lungen. Und gerade jetzt, wenn kein Rum kommt, als irgendwelche Energiestrahlen durch die Stadt schlagen, der Ruf von Griff ist vor euch alle zu vernehmen. Wie weit ist der Drache weg von mir? Der Drache ist jetzt ungefähr 500 Fuß. Also die fliegen ihm so. Also du kannst ihn nicht mehr abblicken. Dann renne ich auf einen unserer Reittiere zu und springe da drauf und reite ihm hinterher. Ja, aber der ist doch viel zu schnell. Das weiß ich aber nicht. Okay. Aber du bist doch jetzt intelligenter. Griff, diese roten Augen, die haben wir doch auch gesehen bei dem König der Zwergen. Das waren doch dieselben roten Augen. Ja, genau. Also ist es doch gar kein Konstrukt, was mechanisch konstruiert wurde um einen festen Plan, sondern es wird immer noch beeinflusst von diesen Wesenheit mit diesen roten Augen, was ja auch den Zwergenkönig beeinflusst hat. Ich komme zu euch gelaufen. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Also wohin fliegt das Teil? Wir müssen dieses Dämon-Dings finden. Ja, da zum nächsten Ort auf der Liste. Also hier nach Kaer Dinneval. Warst du das mit den... Sind ja, das deine? Die verfolgen ihn. Also sie greifen ihn weiter an, so wie ich es ihnen gesagt habe. Vielleicht haben wir eine Chance... Dann sollten wir so schnell wie möglich hinterher. Und hoffentlich können diese Eulen ihn aufhalten. Zumindest... uns den Vorsprung etwas erleichtern. Vielleicht kann ich mich verwandeln in irgendwas, was schnell ist. Sekunde. Dann kann jemand auf mir reiten oder zwei. Aber auf den Eulen kann man nicht reiten, oder? Wenn die so groß sind. Theoretisch schon, aber die haben jetzt ihren Befehl. Wie lange halten die deine Magie? Solange meine Konzentration das hält. Nee, Quatsch. Concentration bis zu einer Stunde, ja. Bis zu einer Stunde. Eine Stunde. Okay.
Also was du schon siehst, also wenn du auf den einen freien Exbeak im Prinzip springst, die Fluggeschwindigkeit von dem Drachen ist schneller als die Laufgeschwindigkeit eines Exbeaks. Also wenn es darum geht, ihn jetzt möglichst schnell einzuholen. Auch mit den Eulen? Die verlangsamen den nicht? Ich wollte gerade sagen, die greifen die noch an. Die Eulen sind langsamer als der Drache. Bitte. Selbst wenn die, aber selbst wenn die dashen, die dashen ihm hinterher, er dasht auch. Auch, ja, ja. Aber ach, das ist Stunde, so sinnlos, wie gesagt, ne, halt das erstmal im Hinterkopf, ja, weil du hast ihm ja ein Kommando mitgegeben. Ja, ja, die lassen ihn nicht in Ruhe, also die machen ihren Job vor Ort. Ja, ja, also im Zweifel. Mach dir jetzt erstmal keine Sorgen, dass das jetzt verpufft ist. Ich muss nur ganz kurz gucken. Das Schnellste, in das ich mich verwandeln kann, ist... Deine Eulen. Na, weil er muss ja diesen Kurs effektiv einmal legen. Mhm. Die haben einen Angriff, also eine Angriffsrunde, um diesen Drachen zu attackieren. Mhm. Das heißt, du kannst gerne... Du hast ja die Werte. Ja. Von den Eulen? Das ist ja nur einmal, ich glaube, für den ganzen Schwarm ist das, glaube ich. Nee, ich glaube, du musst für jeden gesondert angreifen. Die sind alle individuell. Ach ja, stimmt. Also okay, achtmal. Aber du kannst einfach, wenn du mehrere W20 hast, ja, du würfel einfach mehrere W20. Ich kann dir auch noch welche geben. Warte, ich habe drei W20, habe ich. Ich hätte sonst oder vier? Nee, ich habe vier W20. Ja, das würfel die doch einmal rein. Also, okay. Oh, eine Natural 20 ist dabei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das verdient ist. Ja, die haben Critical Hits. Das machen wir gleich. Also Natural 20. Mhm. Warte. Also die haben immer ein plus 3. Also einmal eben 23, eine 15. Trifft nicht. 6 trifft nicht. Ja. Dann trifft auch keine 14. Nee, genau. Also ein Critical Hit. Okay. Also die Natural 20 trifft immer, egal was du in der Rüstung hast. Okay. 1, 3, 4 und dann komme ich noch auf einer 16 maximal. Trifft nicht. Aber, wie gesagt, die einen? Die eine wenigstens. dann mach mal deinen kritischen Treffer. Das heißt. War das hier irgendwie. Der 2W6 plus 1. Du verdoppelst die Würfel. Ne, also 4W6 plus 1. Bist du da? So. Okay. Slashing. 5, 8, 10, 12, 13. 13? Ja. Naja. Also. Könnte besser werden. Dieses Bewusstsein, dass du irgendwie teilst mit diesen Eulen. Also du merkst zumindest, ne, dass die Eulen, oder das kannst du am Himmel auch schon sehen, ne, dass sich dieser Schwarm einmal. Es schafft, den irgendwo in dieser äußeren Kurve am Rand dieser Stadt in diesen Drachen zu schlagen, ne, und in so einen Federsturm auf ihn einstürzen. 13 und er kriegt Schaden. Der scheint jetzt nicht besonders beeindruckt davon zu sein. Ja, das denke ich mir. Die kleine Eule. Aber hey. So, ne? Und dann siehst du aber, dass er immer mehr Fahrt aufnimmt vor diesen Eulen und sich vor den Eulen absetzt. Genau, die Eulen haben effektiv an seinem Zielort haben sie nochmal eine angucken. Können wir uns irgendwie nochmal die Karte angucken, ob das überhaupt Sinn macht, ihm jetzt nachzureisen nach Kaer Dineval, wenn der sich. Er ist ja schon unterwegs. Ja, eben drum. Ne? Bis wir dann da sind, dann ist er nämlich schon am nächsten Ort, ne? Und so weiter. Ja. Ne, sondern ob wir da irgendwie eine Abkürzung nehmen, ja, um vor ihm da zu sein. Ja, genau. Was ihr mit eurer Vorbereitung und euch eure Pläne wisst. Oder? Lass das mich kann schon mal auf die Karte gucken. Ja, genau. Ja, genau. Aber du bist schon auf dem Ex-Peak. Ich bin schon ein Stück hinterher gerückt. Ja, vielleicht erkennst du es, dass du es nicht einholen kannst. Ja, es sind einige Entscheidungen zu treffen, nachdem euch klar ist, ne, wie der... Ja, wenn ich die nicht erreiche, dann reite ich mürrisch und missgelaunt halt so langsam zurück und beschimpfe das Esbix. Du bist einfach zu langsam. Du musst dir mehr Mühe geben. Ja, das sage ich auch immer. Okay, Leute, ich habe hier die Karte vor mir liegen. Kommt mal rüber, kommt mal rüber. Wir haben ja den Plan, ne, wie lange er
wie lange er braucht. Ich denke nicht, dass wir Ker Dinneval oder Ker König rechtzeitig erreichen werden. Aber Thermaleine. Nicht mit den X-Peaks. Ich könnte mich in einen riesigen Elch verwandeln, also einen du hast gewaltigen übrigens Lucille geholt. Elch. Wow. Wen? Später. Und ich könnte euch die alle eine tragen. Eine Eule heißt Lucille. Mag sein. Die kannte ich. Also die Eulen werden ihn auf jeden Fall weiterverfolgen und das tun, was ich ihnen aufgetragen habe. Aber das wird nur noch eine Stunde dauern. Und dann hört es auf. Aber ich, wie gesagt... Dann ist Lucille weg? Ja. Also nach Thermaleine jetzt? Ja. Ich denke... Also kannst du uns nach Thermaleine so schnell bringen? Es wird hart, aber ich kann euch in 6 Stunden vielleicht hinbringen, wenn ich... Okay, alles gebe. Wellen? Wir können auch nach Brunschande. Ja, also Wellen war derweil auch nach ein paar von den Leuten schauen. Und ihr seht auch, dass eine euch vertraute Person in eure Richtung schaut. Ne? Also sich so eine Schulter hält, die auch also so das... Der Mantel ist dunkel angelaufen. An der Seite die Kapitänin Imdra, ne, und das ist halt eben der Sprecher, also Dennis, mit dem ihr schon Bekanntschaft geschlossen hatte, den Easthaven, ne, der so in eure Richtung schaut oder läuft. Ne, und Gott sei Dank seid ihr so schnell eingekehrt. Die Warnung ist rausgegangen an die anderen Ortschaften. Sehr gut. Dank eurer Warnung konnten wir tatsächlich noch 4 von diesen finsteren Zwergen ausmachen, die dabei waren, unsere Verteidigungsstation zu sabotieren. Wir haben ihm etwas zugesetzt, aber er wirkte immer noch sehr gut in Schuss. Mit der Magie, die ihr zum Tragen gebracht habt, es wirkt so, als wenn er deutlich Respekt. Komm mal, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Braucht ihr Versorgung? Gibt es irgendetwas, was wir tun können für euch? Verfügt ihr über magische Fähigkeiten? Nun, wir haben Heiler, die sind allerdings momentan im Einsatz, aber inwiefern? Weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Wellen und ja, und ne, zu den Zwergen, ne, und zu der Goliath, Targath heißt die, ne? Oder Targath. Ja. Egal. Wir werden nach Thermaleine reisen. Ihr nehmt die X-Beaks und ich schaue Wellen ziemlich böse an. Ja? So, also ziemlich, nicht böse, aber ziemlich eindringlich. Ihr nehmt die X-Beaks und reist nach Bryn Shanda. Sie werden nicht lange mehr reisen können. Sie werden nicht verstärkt werden. Ihr macht zwischendurch eine Rast. Aber wenn ihr in Bryn Shanda ankommt, dann versucht wirklich dort die Stadt zu sichern, wie es nur möglich ist, und das Wort weiterzutragen an Targos und Bremen. Wie schnell werden wir mit den verstärkten Espix in Thermaleine? Das will ich nicht wissen. Aber ich... Wissen ist nämlich total gut, das habt ihr mir beigebracht. Finster, das hatten wir schon gehabt. Wir hatten das Thema gehabt. Ich... Vielleicht findet ihr auch frischere Ich gebe Expedition euch mein Wort, dass ich euren Begleitern nichts tun würde und sowieso nicht ohne Einwilligung. Gut, ich werde das tun und ich hoffe euch in Bryn Shanda wiederzusehen. Das hoffen wir auch. Kann irgendjemand denn in Thermaleine was gegen den Drachen machen? Finster, du kannst doch noch Kontakt aufnehmen. Du kannst doch noch einmal mit einer weit entfernten Person sprechen, oder? Ich könnte die Leute in Thermaleine sagen, dass sie fliehen sollen. Oder? Und dann erwarten wir sie in Bryn Shanda und sind dort ausgeruht. Sie könnten sich in der Mine verstecken. Das stimmt.
Da kann der Drache ihnen nichts antun. Die Leute hier haben ja diese Warnung schon nach Thermaleine geschickt. Ja, verstehe. Also das werden die wahrscheinlich selber tun. Aber ich hatte gedacht... Oder? Also, ne, Dennis nickt. Wir haben bereits eine Warnung auch rausgegeben, ist natürlich die Frage. Aber ich denke, bis Thermaleine wird sie bis zu dieser Ankunft getragen sein. Aber... ein anderes Problem ist, je mehr von den Städten natürlich vernichtet werden, umso mehr Leute werden sich auf einer Massenflucht befinden, umso knapper werden die Lebensmittel werden, umso schwieriger wird das Überleben sein in einer einzigen Stadt. Ja, weil wir haben ja dann schon vier Städte verloren. Aber wir werden Kaer Dinneval und Kaer König nicht retten können. Wir werden nee, das weiß ich. Aber wenn wir, Thermaleine gehört zu den großen Städten, wenn wir die auch noch aufgeben, dann wird es zu einer großen Katastrophe. Um die Städte zu halten. Außerdem ist es deine Heimat. Und das ist für mich allein der Grund. Ihr habt die beste Einschätzung. Ich kann euch gerne unterstützen. Ja, hattet wegen den X-Peaks gefragt. Ja, wir brauchen mehr X-Peaks. Wir lassen gerade Bestand aufnehmen. Wir haben bestimmt Schlittenhunde oder X-Peaks, die wir entbehren können, wenn es aber dann können wir auch nach Kaer Dinneval gehen. Nein, das wollen wir nicht mehr rein. Wir kommen nicht hinterher. Wenn wir Frische haben und die zu Schanden raten? Ja, wir sind nicht schneller. Nicht schneller als der Drache. Aber in Thermaleine, wenn wir Gas geben, könnten wir vor ihm da sein. Ja. Ja. Und dann tun wir da was? Wer tut da was? Wenn du mit der Dame von Meer Dualdon, diesem See... Nee, das war in Bremen. Das war in Bremen. Ja, aber das schwimmt ja hier überall. Vielleicht könntest du mit ihr sprechen, dass sie schon mal nach Thermaleine geht. Und dann könnte sie uns da helfen. Aus dem Wasser heraus. Ja, wenn sie viel springen. Also ich glaube, wir sollten jetzt nicht absurd werden. Wir sollten das tun, was wir tun können. Und ich glaube, das Vernünftigste ist, jetzt nach Thermaleine zu gehen und versuchen, wenn's nur den Drachen dort aufzuhalten. Genau. Ja. Wenn es nur ist, ihn zu stören. Genau. Ich kann so gut wie gar nichts mehr tun. Und ich glaube... Wer hat bisher den Drachen irgendwie was beschädigt? Aber Finster, durch diese ganze Gegenwehr hat er von Easthaven abgelassen. Er hätte Easthaven hier noch mehr zerstören können. Das wenn wir jetzt gar nichts tun, was... Dann retten wir Brunchander. Wir machen Schadensbegrenzung. Ja, aber wenn du in der Zeit, wo wir nach Thermaleine reisen, deine Zauberkräfte sammelst und noch einen Feuerball abschießen könntest. Ja, das habe ich schon getan. Das könnte ich auch jetzt. Deswegen bin ich dem hinterhergeritten. Ja, aber jetzt kommen wir nicht an ihn dran. Aber in Thermaleine kannst du ihn kriegen. Der sah nicht so aus, als wäre der so kaputt, dass wenn ich den mit einem Schuss runterhole, glaube ich. Wenn wir nach Brünnschander reisen, dann werden zwei große Städte zerstört werden. Ja. Jetzt werden ja alle Städte bis auf Brünnschander zerstört. Richtig, bis auf Brünnschander. Brünnschander ist die letzte Stadt. Ja, genau. Und das wäre der Untergang für die Ten Towns. Die Menschen werden hier nicht mehr überleben können. Ich verstehe nur nicht, wie wir Thermaleine retten, wenn wir da sind. Ich verstehe, wie wir halten ihn davon ab. Es geht nur um Schadensbegrenzung. Wir werden ihn so weit stören, Thermaleine. Wir. Wie auch immer. Du hast die Kobolde, die dir helfen können, mit denen du dich gut verträgst. Die sind ganz sicher ganz unten in der Mine. Das kann sein. Das ist so. Finster, was... Wenn wir deinem Vorschlag folgen... Ich bin nicht so schlau. Ihr müsst meinem Vorschlag dann nicht folgen. Hätten wir ich gar nicht nur euren Vorschlag so einen Stress nicht. Machen müssen. Ich denke, wir stimmen kurz ab und wir haben keine Zeit. Ich habe da keine Stimme. Ich verstehe das einfach nicht. Aber wenn ihr sagt, das ist gut mit Thermaleine, dann komme ich einfach mit. Ich hänge da nicht an der Idee. Ich glaube nur, dass das anders besser ist. Aber ihr wisst das besser als ich. Ja, aber was wolltest du denn in Kaer Dinneval machen? In Brünnschander. Du wolltest doch ursprünglich nach Kaer Dinneval reiten. Ja. Was wolltest du denn da machen, was du jetzt in Thermaleine nicht machen möchtest? Dasselbe. Ja, also. Ich dachte, wenn wir schnell genug da sind, können wir auch dasselbe in Kaer Dinneval versuchen. Ja, dann machen wir jetzt dasselbe in Thermaleine, oder? Er hat uns doch erklärt, dass wir zu langsam sind, weil die... Nein. In Thermaleine seid ihr? Thermaleine. Genau, nein, aber die Elspies, ich dachte, dass man, wenn man die kaputt reitet, dass man dann vielleicht noch rechtzeitig in Kaer Dinneval ist. Nee, das schaffen wir auf keinen Fall. Und dann kann man versuchen, zwar...
nicht viele Möglichkeiten zu haben, aber dann Tamerlane irgendwie, ich weiß noch nicht wie. Ja, während wenn wir nach Brunchanda sind, können wir uns da nochmal ausruhen und dann mit geballter Kraft zurückschlagen. Aber ja, aber das ist aber du jetzt ausruhen, während du weißt, dass viele niemand von uns Städte nein. zerstört werden? Ja, ich weiß, dass ich dann Brunchanda retten kann. Und das kann ich. Seid gut. ihr bereit, mit mir zu ja. reiten? Ich ja, verwandle mich ja, ja. in einen Giant Egg. Dann mal los. Okay. Okay. Also, ja. ja. Also willst du ver- oder wollt ihr auf das Angebot von Dennis mit den Reitern? Weil das dauert ja noch, bis die das jetzt irgendwie, oder? Also sind die Reittiere jetzt schneller als der Elk? Weil ansonsten nehmen die, nimmt halt hier Zwerg. Also dann sind... Dann warte, mhm, das können wir ja ganz kurz gucken. Vielleicht habt ihr ja noch zusätzlichen Vorteil. Der Elch ist auch 60 Fuß. Ja. Und... Weil dann sollen halt die Der ist ein bisschen schneller so. Als die X-Bix tatsächlich. Ja, dann nehmen wir den Elch. Ne? Und, dann ja. können, und dann können die Zwerge und mit Wellen den X-Bix nehmen von Dennis und können uns hinterherkommen halt. Und genau. sind ein bisschen später dann auch in Und müssen auch keine Rast machen. Also wir genau. sollen jetzt doch ja. und nicht nach Brunchanda. Ja, ja, weil wir nicht von den ja. X-Bix ausgegangen sind. Richtig. Okay. Genau. Ja. Ja, wir nehmen dann die Frischen und wir treffen uns da. Ja, okay. Genau. Auf, und auf. Nehmt Felix und wie hieß unser andere? Albert. Die können ja hier warten. Sorgt euch um sie. Sie haben sehr gute Dienste getan ja, und ich streiche ihn. Ja, also der Felix muss aber noch ein bisschen trainieren. Felix hat seine Sache gut gemacht. Wellen schaut so ein bisschen. Ich bin nicht die Beste, was Tierpflege betrifft. Nee, ich meinte Dennis. Ah, Dennis, okay. Die bleiben in East Haven. Ja, ja, genau, die lassen ja so und so. Genau. Selbstverständlich, wir werden sehen, alles tun, dass ihnen an nichts fehlen wird. Ja, nur drücken halt nochmal die Schnäbel an euch zum Abschied. Ne? Und, ja, und dann verwandelt sich auch Ravenna in den Riesenelch. Ja. Ne? Wow. Der reicht um 4, weil mit seiner Stärke von 19 ist das kein Problem, dass er auch ich meine, normaler Elch kann 2 Leute halt eben oder so ein Reitelch tragen. Dann wird ein Riesenelch wird euch tragen können. Und dann ein Huge Beast. Ja. ja. Huge. Wow. Kannst du es denn? Ich kann es noch 2-mal machen, 3 Stunden, also genau 6 Stunden. Ah, okay. Ich power mich voll aus, ich mache das mit den 6 Stunden, dass wir es und renne wie ein. Ja, also dann ist es wirklich so, dass ihr, als ihr durch die eiserne Ödnis prescht, auf dem Rücken. Das ist jetzt diesmal sehr ungewohnt, weil... Ja, hier. Ja, ihr könnt euch befestigen vorne. Ich sitze da drauf. Du sitzt vorne. Du bist die Kühlerfigur. Der Elch ist das. Ja. Ich hab jetzt gedacht, du sitzt zwischen dem Schoß einer Person. Aber Kühlerfigur ist natürlich noch besser. Mit so einem kleinen Netz. Und ihr seid schnell. Also ihr seid sogar noch schneller, als ihr vorher mit diesen X-Beaks über diese Ödnis gereist seid. Ne? Und mit diesem klaren Ziel vor Augen. Essen Elche Möhren? Ich hätte gerne von Neola eine Survival-Probe. Neola kann mich ja lenken aus. So. Genau. Ich lenke dich. Ich verstehe ja alles. 22. Sauber. Yes. Und dann hätte ich von dir... Nee, noch mehr. 25. Dann hätte ich gerne von dir noch einen W20. Oh, dear. Come on. Uff, Moment. Nee, das war so Kippe. Der war weg. 10. 10, okay. Oh, das klappt gut. Das Gute ist, also ihr reitet, ihr seht, oder Neola kann schon sehen, ne, dass in einiger Ferne ein... sich schon wieder die Zeichen auftun für einen Schneesturm. Allerdings, der nicht in eurer Route liegt. Generell scheint sich der Himmel was zu verändern. Also es wird deutlich windiger und stürmischer als vorher. Mhm. Fast als würde sich die Natur auch noch gegen euch wenden wollen. Aber es kann euch trotzdem nicht ausbremsen. Das und Entscheidende ist, was merkst du, von allen Seiten hörst du, während du läufst, Stimmen.
aus dem Nichts kommen die und die rufen, schneller! Und dann hörst du klatschen. Hopp, hopp! Also Ravenna hat auch irgendwann Schaum vorm Mund, einfach weil sie nur am Laufen ist und Gott, das vor links und rechts. Aber durch den Schnee, also die sind ja extra gebaut, wenn die durch den Schnee rennen. Also ich habe nämlich letztens eine Tierdoku gesehen. Ich hätte trotzdem gerne mal von dir eine Konstitutionsprobe. Ja, aber als Elch. Als oder du, also wenn du hast eine Athletics-Probe. Und ansonsten hat er. Stärke. Aber bestimmt alles. Genau, also Athletics quasi. Genau, Athletics, ne, und ansonsten Stärke, nicht Konstitution, Entschuldigung. Mhm. Bestimmt mit Vorteil, weil sie so angefeuert. Ja, klar. Okay. Ja. Du unterstützt sie. Also jemand, der Guidance hätte, könnte sie unterstützen. Wer hat denn Guidance? Ich komme auf eine 10. Eine 10? Ich habe ganz schlecht gewürfelt, ja. Ach so, das war ich. Ach so, was dann war denn das? Du kriegst einen W4. Ein W4. Come on, vielleicht rettet Mensch, das doch irgendwas. Das kannst du immer auf jeden Fall. Eine 13. Fertig. 13? Ja. Das reicht auf jeden Fall, dass du keinen Exhaustion bekommst am Ende deiner Reise. Und ihr seid in knapp 5 Stunden abends. Wow, Rekord. Also noch, also vollkommen fertig. Ihr seht, dass die Straßen in Thermaleine recht leer sind. Und so aus einigen dieser Baumgruppen könnt ihr, also ihr seht eine Frau mit so dunklen braunen Haaren, allerdings mit so einem Mantel, der schneebedeckt ist, wobei der Schnee aber auch gut an ihrem Mantel hält, also so ein wie ein Tarnmantel, den sie sich angefertigt hatte, ne, mit so einem Bogen, der aber gesenkt wird. Hey! Seid ihr? Wir, gut gemacht. Der Drache wird gleich kommen. Sind die Leute in Sicherheit gebracht worden? Sie sind worden? In den Minen. Wir haben alle in die Minen gebracht, außer unsere Gardisten. Die Wache selbst ist mobilisiert. Und die Koboldarmee? Sie hält kurz inne und schaut in deine Richtung. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass ein Sabotageversuch vereitelt werden konnte. Jemand wollte den Eingang der Minen zum Einsturz bringen, aber wir konnten diese Dunkelzwerge auswachen und in die Flucht schlagen. Wie geht's Ihnen denn? Nun, zwei von den Kobolden sind dabei gestorben, aber der Rest ist wohlauf. Es war ungewohnt, an einer Seite zu kämpfen. Ratata? Er hat überlebt. Wir sollten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht sollten wir nicht in der Stadt versuchen, den Drachen anzugreifen, sondern etwas außerhalb. Vielleicht können wir ihn so weit aufhalten, dass er die Stadt nicht erreichen kann und dass er weniger Zerstörung über die Stadt bringt. Welche Vorbereitungen habt ihr noch getroffen? Ballista gebaut oder irgendwas anderes? Das ist eine gute Idee. Ballista kann man nicht so schön machen. Aber da waren doch irgendwie die Gnome, die irgendwie ganz viel gebaut haben. Richtig. Ja, aber warte. Aber die müssen auch irgendwas... Wir gucken. Also wenn ich Zeit habe, würde ich mich gerne für eine Stunde einfach ausruhen. Und sie tunkt ihren Kopf in so einen Wassertrog, schlägt das Eis weg und säumt erstmal Wasser. Ne, so ja, und dann streicht halt eine Jola ihr so über das Fell. Ja. Hast du gut gemacht. Hast du noch eine Möhre für sie? Ja. Das ist eine Illusionsmöhre. Also Thermaleine verfügt tatsächlich über eine funktionable Ballista und selbstverständlich sind die Verteidigungsanlagen bemannt. Und wenn der Drache kommt, wird er wahrscheinlich als erstes diese Ballista angreifen. Deswegen sollten wir unseren Angriff so planen, dass bevor
dass, ne, dass wir quasi von rechts nach links, von oben auf den Berg, alles zusammen. Genau. Mhm. Genau. Ja. Ja, irgendwie müssen wir ihn runterbekommen. Richtig, ja. Gibt es denn da hier irgendwie etwas, was man auf ihn schießen kann? Nun, wir haben Pfeile. Ein Netz. Genau, ein Netz. Wir sind nicht auf irgendetwas in Fliegendes in dieser Größe ausgerichtet. Nein, aber in den Minen war doch so ein großes Sicherheitsnetz gespannt, damit keiner darunter fällt. Bei den Treppen. Wenn wir das demontieren und an die, also dann können wir von oben ein Netz aufbauen. Dafür führt die Zeit. Von oben ist das Problem. Ja, wer fliegt es hoch? Daneben ist doch der Berg. Mach mal eine Intelligenzprobe. Zweifelst du an meiner Intelligenz? Oder ich finde das eine ganz hervorragende. Eine Seite. Ich bin gerade doch mach mal eine Intelligenzprobe. Ja, gerne. Oh, daneben ist der Berg. Ja. Eine Lawine auslösen oder was? Ja, oder zumindest auf den Berg halt, also vom Berg aus angreifen. Sechs. Eine Sechs? Du bist völlig überzeugt, das muss doch machbar sein. Ja, sicher. Nein, also die besten Köpfe der Ortschaft haben sich zusammengesetzt und wir haben alles, was wir tun können. Da gibt es ja auch Bäume, der kommt aber so. Die Evakuierung und, und was ist mit den Priestern, die hier sind in der Stadt? Nun, wir haben einige, die natürlich bei unseren Soldaten sind, damit auch die Möglichkeit der Heilung gegeben ist für die Frontstreitkräfte. Was haltet ihr denn sie von... Sie nickt halt eben zu so einem kleinen Graben, wo ihr dann auch einige Köpfe dann rausschauen seht, ne, von der Wehr... Macht, die sich, oder von der Garde, die sich hier befindet, war es immerhin so knapp 50 Soldaten sind. Mhm. Ne, so und, scheinbar, also seht auch, dass die nicht alle an einem Fleck sind, ne, sondern in vier unterschiedlichen Parzellen sich befinden, auch gut getarnt und versteckt sind. Was haltet ihr denn von der Idee, außerhalb anzugreifen? Oder ist hier alles so weit vorbereitet, dass ihr nicht den Posten aufgeben möchtet? Nun, hier haben wir die Balliste. Und hier ist Deckung. Gut, dann sollten wir uns auch ebenfalls in Stellung begeben. Ich hoffe, wir haben noch eine Stunde Zeit für eine kleine Rast, bevor er kommt. Sprichst du? Ja, ich habe mich zurückverwandelt. Ach so, okay. Ich komme immer noch so halbwegs. Ja, genau, so die Haare fliegen jetzt so nach hinten. Also sie hat sich dann zurückverwandelt jetzt. So. Es hält nur insgesamt schon so. Sag mal. Hier gab es doch so einen Magieschub. Ja. Da gibt es doch bestimmt Sachen, die uns nützen. Wir können ja mal gucken. Wir gehen mal gucken. Du, das gehört doch im Prinzip hier dir. Du bist doch von hier, nicht? Ja, ich glaube, wir kriegen alles, was wir wollen. Ich versuche, die Ballista zu sichern. Ich gehe hoch und werde von dort aus dann angreifen. Ich kann noch mal versuchen, fliegende Helfer zu Sie stören. Waren gut. Sie waren gut. Es war bedauerlich, dass sie... Ja. Dass der Drache zu früh weggeflogen ist. Theoretisch könnte einer mit einem davon auch zu ihm hochfliegen, aber das ist zu gefährlich. Wenn man dann abstürzt, dann stürzt man in den Tod, würde ich sagen. Aber andererseits, leicht. Das war übrigens ganz schön warm. Was? Das Feuer? Du hast da was gemacht, als ich diesen Blitz abbekommen habe. Das war toll. Ja. Das war mit Hilfe meiner Göttin. Das Licht hat dich erreicht. Oh. Es hat ja schon vorher geleuchtet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht was für Griff wäre. Das trage ich immer bei was mir, dieses Gefühl. Warte, ganz kurz. Entschuldigung. Was? Dachte, sie wären fertig. Achso, ja. Wir sind niemals fertig. Okay. Traust du dir zu, unter Umständen mit einem auf einem großen, sagen wir mal, Adler mitzufliegen und dich von ihm zum Drachen bringen zu lassen?
Also wenn er natürlich nah genug ist und so. Versuchen können wir das, ne? Also, Ich kann ihnen auch den Befehl geben, dass sie darauf achten, dass der eine darauf achtet, dass wenn du abstürzt, dass er dich auffängt und der andere bereit steht, den Drachen abzulenken. So schlau sind sie zumindest. Warum? Du bist nicht da. Genau. Danke. Okay. Na dann. Das könnten wir versuchen. Ruht ihr euch noch etwas auf? Hoffentlich. Geht schon so ein paar Pläne? Wir gehen in den Magie-Shop. Plünder. Ausleihen. Genau. Wir, die helfen uns, damit wir denen helfen können. Ist doch logisch. Ja. Ja. Was benötigt ihr denn? So Zauberkram. So Zischbumm-Zauber wäre gut. Zum Beispiel. Zischbumm. Irgendwas, was Explosionen hervorrufen kann. Und fliegen können ist toll. Und das meiste an nützlicher Ausrüstung befindet sich natürlich bereits in Verwendung, aber... Ja, weil vielleicht wurde irgendwas übersehen. Vielleicht kann man Sachen zusammenkippen und die werden dadurch toller. Oder mach mal bitte eine Persuasion-Probe. Oder vielleicht ein Ring, womit oder man... Oder einer von euch macht mal eine Persuasion-Probe. Natural One. Natural One. Ich möchte meine eigene aber mit Vorteil, oder? Mit Vorteil. Genau. Vielleicht. Ich habe da so viel Bonus drauf. Und dann darf Mist, ich nochmal sagen, dass ich meine eigene Probe mache? Dann eben nicht. Eine 14. Eine 14? Wenn man den Ring anzieht, kriegt man einen Zauberspruch zurück. Das wäre aber mächtig. Ja. Also, die schauen euch kurz an und dann... Bregan, lass sie rein und ich meine, immerhin kämpfen wir alle zusammen. So, ne? Vielleicht findet ihr ja noch irgendwas. Bitte teilt uns nur mit, was ihr dann. Selbstverständlich. Also irgendwas, was explodiert. Super. Ja. Total gute okay. Idee von dir. Dann macht bitte beide im Inneren mal eine Investigation-Probe. Oh, das ist eine meiner absoluten Stärken. Ihr könnt Würfel, jeweils ja. mit einem ja, plus 1W4, weil ich hab da Vorteil, du ja dein Guidance hast. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass du das wahrscheinlich nutzt. Was machst du da? 17. Was? Ja, ich habe 17 gewürfelt, plus 1W4 und ich habe minus 1. Das sind W6. Was sind W6? Ja, deswegen habe ich die 5 und die 6 ja nicht gewürfelt. Ich habe kein W4. Ach, du hast kein W4? Ah, da liegt er. Aber ist egal. Trotzdem eine 17. Ich dachte gerade, du hast jetzt irgendwie mehrere W6, um den W20 zu simulieren. Wahnsinn. Ich habe 14. 14? 17. 17. So. Ich habe eine super Idee, wenn das klappt. Wenn wir jetzt irgendwas Explodierendes finden. Moment. Würfel du mal bitte, was du bei deiner Suche findest, einen W10. Ein nützliches Ding. Sieben. Du findest tatsächlich eine Spruchrolle. Oh. Ja. Die irgendwo noch
Also da sind eine Menge Papiere und Bücher und so, ne, die viel arkanes Wissen beinhalten, aber nichts, was jetzt in der aktuellen Situation helfen würde. Eine Menge Kräuter, es gibt Ritualkomponenten, die zu finden sind, unterschiedliche Wurzeln, Kräuter, ne, gemahlenen Diamantenstaub und unterschiedliche Dinge, ne, die Verwendung finden. Was du aber findest, ist eine versiegelte Rolle, die noch in einem dieser oberen, also nur dank der Trittleiter bist du in der Lage, halt an diese Position zu schauen, ist ein Spruch, den du selbst schon beherrschst. Das ist im Prinzip eine Schriftrolle, Cure Wounds. Ne? Ja, allerdings könntest du den Zauber verwenden einmalig, also dann ist die Rolle verbraucht und muss dafür keinen Spellslot effektiv nutzen. Und andere Leute, die theoretisch in der Lage wären, Cure Wounds nutzen zu können, können den auch von dieser Spruchrolle verwenden. Das ist das, was du findest. Würfel, du hattest eine 17 gehabt, ne? Du hattest 15? Nee, 14. Ne? Ja, genau, du warst also 15. Ja. 15 bis 19 ist die nächste Schwelle gewesen. Jetzt kommt der richtig gute Stuff. Auch W10. Auch was? Auch ein W10? Ja, Entschuldigung. Eine 3. Dynamit. Immerhin. Tischbumm. Willst du es ihm geben oder ist das jetzt die Frage? Du findest im Hinterzimmer noch etwas. Es steckt in der Holzwand. Also im Prinzip ist das so im Lagerraum, ne? So dieser Lagerschuppen, du musst mehrere Kisten halt eben noch zur Seite räumen, nur weil er so also die Stunde effektiv nutzt, ne, die fürs Ausruhen benötigt ist, um wirklich den ganzen Laden nochmal Pilze und Steine und allen möglichen Klunker und Rollen mit Tiegeln und so mit übelriechenden Inhalten und für einen Moment sieht es aus wie so ein Kleiderständer. Also da hingen halt mehrere Lagen an so einem Stück, ne? Und du ziehst das mal zur Seite und diese alten Umhänge, diese zerschlissenen Utensilien, die schon auch verstaubt und zerschlissen sind, schon Ewigkeiten hier hängen, die hängen über so einem metallischen Objekt. Nur so ein schwerer, gedrehter, fast wurzelartiger hölzerner Stiel geht davon aus, nur so ein riesiges Axtblatt steckt in der Wand. Und du findest eine. Die Axe of Dragonslaying. Plus eins Großaxt, effektiv. Die erstmal in die Hand für den Ja, ich habe hier so einen Random-Generator gefunden. Ich sage jetzt nichts. Ne? Norm? Unter Mühe schleppe ich zu dir. Vor allem ist es Plus One Weapon, Klammer Great Axe, Uncommon, Dungeon Master Guide 213. Cool. Norm, du hattest eben noch gesagt, dass die Eulen noch einen einzigen Angriff hätten, weil sie nicht hat. Ich würde. Oder ist das gecancelt? Du hast ja doch zwei Möglichkeiten, die ich dir geben würde. Entweder können die Eulen die Ankunft des Drachens um eine Stunde nach hinten schieben. Ja. Sorgt einfach dafür, dass ihr und die Soldaten sich mehr besser Zeit vorbereiten können. Das heißt, für die allererste Kampfrunde würden alle Proben mit Vorteil gewürfelt werden. Cool, also ganz klar. Ja. Oder du machst einen komplett Vorteil für alle. Ja. Danke. Okay. Alles klar. Finster. Spitzenmäßig. Ich habe ja noch das Konstrukt meines Bruders. Das ist ja nur so ein kleines Ding. Meinst du könntest das auf den Drachen zaubern? Du hattest vorhin gesagt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich möchte gerne, du kannst ja kleine Gegenstände von A nach B transportieren. Wie schwer ist das denn? Hier. Das ist nicht so schwer. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das ist. Ja, du hast das die ganze Zeit mit dir rumgetragen. Ja klar. Also so schwer nicht sein.
Die trägt aber auch fette Rüstung. Ja, für mich ist vieles nicht so schwer. Sie hat auch dieses Amulett der Superstärke, glaube ich. Aber meinst du, das geht? Und was mache ich dann? Also ich lasse das da hinschweben und dann? Es soll einfach nur auf dem Drachen landen. Das ist aber große Kunst, weil der ist so super schnell. Ich weiß, aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo er irgendwo sitzt, ruhig liegt oder irgendwie in der Nähe ist oder gerade nicht so schnell fliegt. In dem Moment könntest du, ich gebe dir das, das da drauf tun und dann sag mir nur Bescheid. Okay. Das hättest du mir eher sagen sollen. Ist mir jetzt erst eingefallen. Schade. Jetzt, wo wir intern alleine sind. Manchmal ist das so. Ja. Ich war so überwältigt von all dem Leid in East Haven. Da konnte ich nicht mehr klar denken. Aber jetzt. Jetzt bin ich fokussiert. Und das besiegt den Drachen? Es ist eine Möglichkeit. Was ist das für ein Teil, das ich hier habe? Dieses metallische Konstrukt, was mein Bruder gemacht hat. Sieht aus wie so ein Krabbe aus Metall. Mhm. Irgendwo so zwischen Spinne und Krabbe. Klettern, haben Scheren, könnten vielleicht ich mach das für dich. Irgendwas aufbiegen, irgendwo reinklettern, könnten explodieren, man weiß es nicht. Explodieren ist immer gut. Ich mach das für dich. Deswegen war mein Bruder auch so besorgt, dass er es nicht mehr wiederkriegt. Kannst du mir das mit dieser Großaxt helfen? Die ist mir zu schwer. Ja, kein Problem. Die steckt so. Die ist gut ziemlich massiv, groß, also, aber nicht so schwer. Ja, ja, du hast Stärke genug. Also für dich ist das tatsächlich ein leichtes. Ich habe sogar Stärke plus 2. Ja, also die rauszuziehen, splittert eine Menge von diesem Holz halt eben mit. Und es gibt auch so ein Geräusch, aber eine Menge Staub rieselt von der Decke runter. Aber ja, habt halt eben so mit so einer sehr schimmernden Klinge. Gewalt, also in deinen Händen eine gewaltige, sehr unhandliche Axt. Genau. Ich bin enttäuscht, dass er nicht die 8 gewürfelt hat. Ja. Wieso? Das wäre halt eben das magische Niespulver gewesen. Auf den Drachen. So, jetzt aber. Jetzt zeigen wir es ihm. So, richtig. Ja, super. Okay. Guck mal. Hier. Eine Axt. Aber eine Riesenaxt. Und die ist voll scharf. Willst du die mal nehmen? Gib mal her. Boah, ist wirklich nett. Ja. Wo habt ihr die denn her? Die steckte da in der Wand. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum man die da hingetan hat. Wir haben uns die mal ausgeliehen. Und die Schriftrolle. Okay. Hat irgendeiner von euch diese Axt gesehen? Keine Ahnung, ich dachte... Er hat gesagt, das war halt alles Wichtige, was wir waren. So. Gucken halt schon so ein bisschen neidisch halt in die Richtung dieser Axt. Ne? Aber sagen halt auch nichts, ne? Also mit so einem Blick auf Griff. Ja, gut. Sieht so aus, als wenn du damit umgehen kannst. Er wird uns alle damit retten. Genau, also kannst du es dir auch eintragen. Ne? Das ist eine... wird wahrscheinlich unter Great X plus One geführt sein. Also hier bei mir steht plus One Weapon und dann Klammer Great X, aber ich denke, Great X plus One steht wahrscheinlich in der Liste. Da kannst du über magische Gegenstände suchen. Okay. No, und ihr nutzt dann... So, du gehst zu der Balliste, hattest du gesagt. Genau. Möchtest du sie auch bemannen? Also möchtest du die Person sein, die mit der Balliste schießt? Würde ich mir das zutrauen? Ja, du schaust dir, also wenn du die Zeit... Ja, ich habe ja jetzt die Zeit. Ja, genau. Schau mir das halt doch an. Ja, diese Frau, ne, die euch ja auch so, ja, ne, hier ist der Zugmechanismus. Also effektiv alleine zu bedienen ist schwierig. Normalerweise benötigt man eine Crew von, also insgesamt 3 Personen. Aber wir können gerne zur Hand gehen. Aber du verstehst ziemlich schnell die Art,
wie sie manövriert wird, wie sie gesteuert wird. Mhm. Und du würdest dir zutrauen, damit schießen zu können. Definitiv. Hm. Genau. Ja, und das Nachladen dauert halt eben ziemlich lange, also effektiv. Aber ja. Wobei ich, dann am wobei ich dann eher am Überlegen bin, dass ich... Ich glaube nicht. Wow. Dann bin ich eher, dann denke ich, dass ich eher mit meinen Pfeilen vielleicht mehr bewirken kann, weil ich einfach mehrere Möglichkeiten habe, also dass ich schneller bin. Ja, so. Und ich glaube, Zeit ist hier ein wesentlicher Faktor. Also was ich dir sagen kann, ist, du hättest also für den Angriff deinen normalen normalen Attack-Bonus ne, für Ranged, wie du es auch bei einem Bogen und so weiter hast. Hat eine Reichweite von 120 und 480 und macht 3W10 Piercing Damage. Und muss immer eine Runde lang aufgeladen werden, wahrscheinlich. Ja. Nee, da bist du mit dem Ich bin mit den Pfeilen schneller und die anderen, die können das ja auch tun. Ja, eben. Ja, dann ja. Also lieber jemand, daher, der ja, richtig. Nicht im Fernkampf. Okay. Ja. Ja, alles klar. Ja. Dann. Ich mach mal eine Short Rest, ne? So. Davon war ich jetzt ausgegangen. Gut, ich wollte es nur, noch mal offiziell so. Zack, babam. I love it. Also alle, die einen Nutzen daraus ziehen, können gerne eine Short Rest machen. Also auch die Suche durch den Laden war jetzt nicht so physikalisch anspruchsvoll, dass sie euch an einer Short Rest abhalten würde. und genau, da merkt ihr, ne, dass die. Also erstmal gibt es noch so einen kleinen Tumult draußen. Naja, das ist auch schon. Ja, von X-Beaks als eben eure Verstärkung eintrifft, ne, Villain und die Dunkelzwerge, aber dadurch, dass ihr sie ja angekündigt habt, ne, gibt es außer einigen Raunen keine Eskalation. Aus, ne, auch dieser die gehören zu uns. Wagen, der von den Kobolden und bemannt ist, ne, und eben mit Villain. Ja. Okay. Und beginnt das Warten. Du reitest gleich auf den Eulen so einem, dahin? Oder so einem Adler? Auf einem Adler. Und du hast schon einen Sattel? Ich halte mich einfach fest. Also, wie schwer wird das schon sein? Das hat sich sehr gut in den Federn festkrallen. Okay. Ja, genau, vielleicht willst du mich vorher noch segnen oder so. Ich kann Wiederbelebung, kein Problem. Ich würde jetzt aber gerne schon mal Hast du denn Segen so einen Stein dafür? Bekommen. Kannst sogar zwei rausholen. Doch. Ich überlege mich auch auf den zweiten, also dass ich dich begleite, dass wir zu zweit da. Ja. Ich kann zwei rausholen, ich habe keine zwei. Achso, aber ich habe die. Ja, also nice. Wir denken uns dann einfach zwei. Ja. Trotzdem, sehr schön. Ganz, ganz riesig. Sharknado! Ich nehme den gerne. Eine Säule hätte ich da einer gehabt. Also. Oh, das war das Zell. Achso, ja, ich habe doch noch diesen Blutdiamanten. Ich habe auch noch einen riesen Elch. Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Müsste man da Norm fragen. Aber vielleicht gibt es ja hier an dem Ort ja auch genug Diamanten, um jemanden. Aber jedenfalls die Adlerreiter würden sich, glaube ich, über ein Blessing vorher freuen. Was wolltest du? Hierbei, ich kann auch hier als dieses Wiederbelebung. Es geht um Revivify und dann meinte ich, dafür braucht sie ja so einen Stein. Diamanten im Wert von mindestens 300 Gold brauchst du als Ritualkomponente. Achtet immer bei euren Zaubern drauf. Dann bei verbraucht einem Zauber der sich dann auch? Oder? Ja. Der wird auch dann verbraucht. Ja. Und den muss man wirklich. Aber ja, das würdest du bei den Komponenten noch finden. Nehme ich mit. Okay. Da liegt dann einfach so ein Stein für 300 Gold. Den brauche ich. Ganz dringend. Ne, du siehst, wie gesagt, es gab ja auch so ein Ding mit diesem gemahlenen Diamant-Staubpulver. Manche Zauber und. Ja, das hatte ich jetzt nicht bedacht. Das ist die Frage. Also wenn du danach fragst, du findest ihn nicht mehr im Laden, sondern der ist schon an den hiesigen Kleriker gegeben worden, aber gibt dir halt einen von diesen zwei Diamanten in deinem Fokus. Wenn ich ihn nicht benötige, würde ich ihn zurückbringen. Ich hoffe, er wird nicht benötigt werden, aber es ist besser, wenn
da ihr wahrscheinlich auch dicht im Getümmel stecken werdet, ja, ist es nicht verkehrt. Zwei Heiler, die die Personen zurückbringen können, wieder ins Hier und Jetzt sind besser, als es in eine Hand zu geben. Ja, und dann warten wir auf den Drachen. Und dann beginnt das Warten. Genau, aber wie gesagt, liebe Nira, ich glaube, wir würden uns sehr freuen, also ich zumindest, ne, vorher noch den Segen. Klar. Dann ist Gott sei Dank nicht jetzt, ne, aber dann, wenn es losgeht. Ne? Wir geben dir ein Zeichen, falls ja, es hilft. So, wenn wir uns auf den Weg machen, dann würden wir gern noch einen Segen empfangen. Ja. Selbstverständlich. Okay, dann ne, legt ihr euch im Prinzip so auf die Lauer, ne, wartet ab. Seid so ein bisschen darauf vorbereitet, dass wahrscheinlich ähnlich wie East Haven das erste Ziel des Drachens halt auch diese Balliste sein wird. Was heißt das? Sprich, ihr habt schon eine gute Vorstellung, was so sein erstes Ziel sein wird und könnt euch daran auch etwas ausrichten. Und genau, wollen wir das jetzt noch machen? Oder ja. 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 Können wir jetzt der nicht ist noch jetzt länger ganz schnell weg. Ja. Das kriegen wir zwei Runden. Ich mache heiliges Wasser oder dieses Silber. Dann halte ich oder noch eine Woche. Ist eben diese Ruhe Eisen vor dem Sturm. Alles klar. Und irgendwann ist dieser Moment gekommen, ne, als ihr diesen Leib oben aus dieser dunklen Decke alles herausbrechen er kommt seht. Und alle, die einen du sagst es in der ersten Runde haben Zauber oder Angriff ja, haben, der weitergeht als wir übernehmen die Initiative von vorhin auch einfach, ne? Also damit jetzt nicht wieder diese Massenwürfelei ausbricht. Alle, die einen Zauber oder Angriff haben, der weiter geht als 120 Fuß, dürfen den gerne frei außerhalb, weil er kann erst ab 120 Fuß. 150! Und mein Bogen geht 150. Ich habe nicht. Du einen freien Angriff. Also das heißt, du wartest auch, bis der in dieser optimalen Reichweite ist. Ich habe 240 Fuß. Mit was? Gold lenkendes Geschoss. Okay. Das reicht auch für einen freien Angriff. Ich zauber unsere Freunde herbei. Bei der zelten Stunde mit meiner Konzentration. Ja. Die kamen aber eigene Initiative. Ach so, genau. Weil ich muss den. Erstmal verwandle ich mich nicht selber. Ich sage nur den ja beiden. Nicht, weil du kannst ja nicht entfliegen. Genau. Deswegen, das muss ich vorher machen, mit denen quatschen, was die für eine Aufgabe haben. Ne? So Befehl für die ist, Griff und mich da hochzubringen zum Drachen, dass wir auf den drauf hopsen können, was auch immer. Und sich bereit zu halten, sollte einer von uns oder beide abstürzen, um uns noch aufzufangen. Das ist deren Aufgabe für diese ganze Geschichte. Okay. Ne? Ich würfel mal deren Ini. Also das sind eure Reittiere. Das sind unsere Reittiere. Ja. Fliegende Reittiere. Es wird witzig. Ja. Ich glaube auch. Es wird episch. Ich habe nämlich so eine Idee. Es wird total irre. Aber warum nicht? Und ich muss das denen jetzt sagen, weil falls ich mich nämlich gleich verwandle in ein Tier, kann ich das nicht mehr. Mach mal. Also die haben halt Ini. Der eine hat eine 14 und das. Ne, mach nur eine. Ach so. Für beide zusammen. Okay, dann würfel ich jetzt nochmal neu, weil ich da zwei gewürfelt habe. Kippe. Okay. Natural 20. Yes. Das heißt? Im Endeffekt. Dexterity. Ja. Wo bist du, Giant Eagle, da? 23. Sehr gut. Das ist gut, dass die schnell sind, denn dann können die halt sagen, ich halte meine Aktion zurück, um einen von uns aufzufangen oder so. Keine Ahnung. Ja, mitzunehmen. Oder mitzunehmen. Ja. Was auch immer. Ja, und schon mal entgegenzufliegen. Ja, halt Das, ne? Ja. Draufpacken, entgegenfliegen, schon mal in die Richtung und dann seid ihr. Dann
Du machst wahrscheinlich auch dein Bless. Ne? Auch, dein ja. Singen. Welche Personen möchtest du denn? Aber bevor ich den Bless tue, ja, muss ich mir erst einen Spellslot zurückholen. Das kann ich ja mit meinem Harness Divine, ja, Power. Zack. Genau. Dann kann ich nämlich hier den hier wegmachen und kann dann blessen. Ach ja, das war auch. Ja. Oh, spannend. Drei Personen. Ja, hier, 1, 2, 3, ne? Die jetzt hardcore haben, mhm, weil du brauchst das nicht zum Zauber. Ja. Dankeschön. Danke, danke. Ja, danke, danke. Das gibt ein W4? Mhm. Ja. Ja, okay. W4. So kann man sich auch mal hingehen. Mein Gott. Ich bin echt völlig fertig. So. Ja, soll ich mal einen Angriff machen? Du machst auf wie viel Meter? Ja, du kannst auf jeden Fall deinen Angriff schon mal machen. Also ich nehme diesen Drachen jetzt ins Visier. Ne, so, ich habe ihn ganz genau im Blick, mhm, ne, und mach halt Hunter's Mark auf ihn. Hm, ne? Wie weit geht dein Hunter's Mark? Oh, nee, der geht nur 80, 90. Ja, dachte ich mir. Dann bringt er dir in dem, nee, ersten Schuss. Noch nicht, nein, alles klar. Gut, also mit Vorteil, ne? Ja. Mit, ja, Vorteil und Platz. Mhm, okay. Mhm. So, dann habe ich eine 23. 23? Ja. Trifft auf jeden Fall. Acht Punkte Schaden. Mit dem ersten Pfeil. Moment, 8 Punkte Schaden. Hast du diese Magic? Nein. Aus? Okay. 8 Punkte Schaden. Ja. Zweiter Angriff ist, ja, 19 plus 9, 28. Trifft. 19. Ja. 7 plus 6, 13 Punkte Schaden. 13 Punkte Schaden. Diesmal bohren sich meine Pfeile in die Zwischenräume dieser Platten hinein. Ja. Also beides, ja, lässt du sausen und du siehst, dass sie diesmal, wie, ja, du es beschrieben hast, zumindest nicht wegschlittern. Also, mhm, du bist sicher, dass sie ihr Ziel gefunden haben. Sehr gut. Halt gefunden haben. Aber unbeirrbar nährt sich diese, mhm, große Gestalt. Immerhin. Das war dein Angriff. Ja. 150. Oder ist noch jemand vorher dran? Ich komme. Nee, jetzt war nur die Frage, du hattest ja auch, mhm, von der Reichweite. Genau, weil wir müssen jetzt keine feste Reihenfolge machen, sondern ihr habt ja effektiv einfach dann, okay, dementsprechend fragen. Dann, deins ist ein Angriffswurf oder ein Rettungswurf? Ich glaub, nee, ein Angriffswurf. Ja, dann mach mal. Aber mit Vorteil. Mit Vorteil? Warum? Hattest, ja, du gesagt. Sind mit Vorteil. Stimmt. Ja. Ich höre dir schon zu. Mhm. So, das ist eine 9 plus 7, ja, sind 16. Oder eine 7 plus 7, nehme ich die 14. 14? Und du spürst, dass deine Magie ihr Ziel findet, aber wie so ein Querschläger an diesem, dieser schuppigen Haut abprallt, ne, und an der Stelle, wo dieses, ne, dieser Leuchtstrahl von dir, mhm, einschlägt, siehst du auch, wie sich für einen kurzen Moment diese Schuppen in so einem rötlich-schwärzlichen Ton verfärben und dann diese Magie einfach wegschlagen. Auf 150 mache ich mal einen Feuerball. 150, ja, ist ja auch. Er muss der resistet ja nicht, aber. Resisten hat er immer. Hat er jetzt Nachteil, weil man ja prinzipiell einen Vorteil hat? In der ersten Runde? Eigentlich schon. Ja, genau. Gibt verhandelt. Ekelhafte Blutsauger, aber. Ja, ist eine volle Schaden. Ich glaube, eine 5. 25 Schaden. 5 Schaden als deiner. Sehr schön. Feuer. Detonation. Mhm. Auf ihn schlägt. Und boom, abermals dieses flammende Inferno ihn einschließt. Ne? Und für einen Moment sackt er auch ab.
Es sieht fast, als würde er wie so ein Komet in so einen Steilflug verfallen und einfach in die Stadt prallen, aber er fängt sich wieder, ne, und ist so ein gutes Stückchen nach unten geflogen, ne, und schafft es gerade so mit dem Schieflegen eines Flügels seine Bahn zu halten. Ihr machtet euch bereit für euer Manöver. Ja, ja. Fliegt hoch. Fliegender Griff. Ich hätte gerne von beiden von euch, also die tragen euch ja, ne? Ja, ja. Dann braucht ihr erstmal noch keine Probe machen. Das kommt ist noch. In anderen Situationen. So, jetzt kommen wir in die normale Initiativphase. Mit rein. Das heißt... Ich war nach dem Drachen. Achso, Moment. Wellen macht auch noch ihre... Weil ich glaube, Magic Missile hat die Reichweite. Leicht glänzen. Ne, 120. Also sie ist dann tatsächlich auch erst dran. Jetzt in dieser Runde. Und die Ballista schießt aber noch. Yes. Würfel du doch mal für die Ballista, auch mit Vorteil, exemplarisch, plus 6 auf den Angriffswurf. Plus 6 auf den Angriffswurf. 12 plus 6 sind 18 Schaden. 3W10. Ah ja, stimmt, hattest du jetzt. Plus, gesagt. Ich glaube, 3 hatte ich gesagt, aber ich guck nochmal. Ne, 3W10. 19 Punkte. Sauber. Yes. Gute Ballista. Ja, ich würfel jetzt immer für die. Ja. der Schuss war präzise, aber trotzdem zerbricht dieser Ballista-Bolzen. Also ein Teil davon rammt noch mit rein, aber es zerspringt und zerschmettert durch diese Wucht des Aufpralls. Der Drache wird so ein bisschen zurückgeworfen, aber man merkt schon, dass nicht die Wucht hinter dem Schuss stand, die eigentlich erwartet werden könnte. Das war also nicht der Todesstoß oder so, der ich jetzt kam. Okay. So, das war die Ballista und jetzt sind tatsächlich alle dran. Dann sind eure Riesenadler zuallererst dran. Ja! Sprich, die bringen sich in Position, ja, um Angriff. Und mich, ja. Also ihr wollt beide auf den Drachen drauf? Okay. Dann warte. Also dann wird es jetzt Zeit für eine Karte, würde ich mal sagen. Yes. Das war die lustige Idee, die wir ganz am Anfang als Quatsch gesagt haben, ne? Ja, aber was wollen wir sonst noch machen? Ne? Jetzt habt ihr mich vielleicht ausgetrickst. Moment. Nein. Ich würde mir nie austricksen. Also ich wollte nur sagen, ich habe auch so ein Climb-Basket, so eine Kletterausrüstung. Das heißt, irgendwie, wenn ich da so Sachen habe, um mich halt an dem Drachen dann festzuhalten, irgendwie so genau, Haken an den Schuhen oder irgendwie solche Geschichten halt. Der arme Drache. Ja, gut, aber... Der arme Adlerdrache. Nein, nee, aber... Nee, der Drache, ja. Ja. Ah, jetzt, ich halt. Ja? Ja, dass man da halt so nicht runterrutscht, ja, wenn man auf dem drauf ist. Das, ne, stimmt. Und ich werde alles tun, um dir zu helfen und abzulenken, dass du drauf hämmern kannst, bis er... abstürzt. Blöde Drache. We will kill it. Yes. Wir sind wieder da. Yay. Genau. Es hat sich ein bisschen was geändert hier. Genau, es hat sich so ein bisschen was vom Aufbau getan. Das haben wir euch mal erspart. Genau, die Riesenadler waren schon dran, haben Griff und Ravenna in unmittelbarer Entfernung dieses Shadowlands-Drachens bewegt. Ne? Und ihr klammert euch gut fest an euren, beziehungsweise ihr klammert euch gar nicht fest, sondern ihr werdet einfach von diesen Krallen in so einem. Ach so, okay. Ne, wie so ein. Ja, ja. Genau, gut, mehr oder weniger, ne, sind die eisern um euch, nur mit diesem Kommando, euch einfach über dem fallen zu lassen, genau, oder euch, nur dass ihr euch da selbst aus eigener Kraft drüber bewegt. Damit ist Griff als allererstes tatsächlich. Ja, gut, dann Griff, bewege ich mich auf den Rücken von dem Drachen. Das ist, sag mal, das Runterspringen ist Bewegung, ne? Also ich hätte dann noch eine Action, wenn das funktionieren täte.
So sieht's aus. Also du verbrauchst nicht deine Aktion damit. Was ich von dir nur gerne haben würde, ist entweder eine Athletics- oder Acrobatics-Probe für, um dich halten zu können. Ja, weil nur wenn ich danach noch... Du hast eine Kletterausrüstung dabei. Ja. Und das heißt, die Probe darfst du mit Vorteil machen. Aber sie kostet dich nicht deine Aktion. Also das ist eine Interact-Action. Weil dann würde ich nämlich vorher schon in Ragen, weil dann kriege ich auch irgendwie, was kriege ich denn dann auf Stärke? Da habe ich sowieso Vorteil, ja. Genau. Ja, also. Da brauchst du keine schnöde Kletterausrüstung. Die Kraft deiner Wut ist genug, um dich hier. So, das sind dann also das plus gebläst plus Athletics. Ist das eine 24? Ist kein Problem. Also normalerweise hätte er jetzt versuchen können, dich abzuschütteln. Aber du hast effektiv seine Rüstungsklasse damit auch geschlagen. So. Super. Und schaffst es halt auf diesen Rücken. Und es ist wirklich so, ne? du spürst dieses Klönk unter deinen Füßen. Ne? Von gepanzerten Platten und einer Konstruktion her. Auf der du siehst... Überall diese Furchen und leichte Ventile, die überall in diesen Körper eingelassen sind. Dampf, der immer wieder aus so gelblich aufleuchtenden Schlitzen aussteigt. Na, und du hältst dich aber, Wind peitscht dir ins Gesicht, Schnee schlägt dir ins Gesicht, aber du bist auf dem Drachen. Boah. Ja, und dann schlag ich halt einfach zu. Yes. In all meiner Wut. Genau. Nimm das. So, und dann sollten auch beide Angriffe treffen. Ja, du hast ja auch plus 4, ne? Ja, ja, eben. Also das eine ist ja schon... Aktuell seit den 90 Fuß. Das ist so ein großartiges Bild hier. Okay. Ja, ja. Supergeil. Und dann mache ich Schaden... Mit der schönen neuen Axt. Yes. Smash it, smash it. Wie viel war's? Das eine war beim Treffen eine 19, eine 27 ja. Und das andere war eine 23 zum Treffen. Beides, ja. So, und dann sind das 13 Punkte Schaden mit dem ersten Angriff. Und das ist jetzt die magische Axt. Das ist die magische Axt. Genau, richtig. Und 9 Punkte Schaden mit dem zweiten Angriff. Du schlägst wirklich so klaffende Löcher in diesen Leib raus. Ne? Also mit jedem Schlag dieser Axt reißen Panzerplatten weg und du legst dieses Innenleben frei. Nur das aus... Du siehst immer dann eine lodernde, rötliche, heiße Energie, die alles einnimmt und ausfüllt. In einem Netzwerk aus gelblich-violetten Strängen, die fast wie so ein Nervensystem halt durch diesen Rumpf gezogen sind. Und dieser Drache, ne, schüttelt nach links, schüttelt nach rechts. Versuch dich irgendwie abzuwerfen, aber du hältst dich immer noch, ne, jetzt sogar in deinem besseren Halt, in diesem aufgebrochenen Rumpf hat eben von ihm fest. Dann sind du Ärger dran. Die werfen ihre Speere. Oh, wobei, die sind zu weit weg dafür. Wo sind sie? Da hinten. Da hinten. Die können 100, ja, wobei 120. Na, die müssen halt ein bisschen näher die ran. Die machen sich unsichtbar weiter. Clever. Das ist nicht verkehrt. Ja. So.
nicht an. So, und die Crew an der Ballista fängt an, die Ballista wieder nachzuladen. Mhm. Ne? Ja. Die verwenden ihre Aktion auf, um den nächsten Bolzen zu bestücken. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, der Schaderlindrache ist da. Was? Mhm. No, 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 no. Der. Nicht vor mir drin. Nein. Hier mit Special Effects. Ja, cooler wäre das, wenn das wirklich so über so eine Bahn halt, ne? Die hier so lang fahren würde. Nicht mit so einem Modelleisenbahn, wo man so eine Kamera drauf machen kann. Direkt mal bestellen. Genau. Achso, ich würde dir auch, wenn du ja auf dem Drachen landen wollen würdest und die Adler ja eigentlich den Befehl hatten, euch da drauf zu verfrachten. Also du hättest eigentlich gar keine Bewegungsaktion gerade gebraucht, sondern nur die Probe, ob du dich halten kannst. Dann wirst du natürlich auch auf dem Drachen abgeworfen. Sofern du das willst. Hätte ich auch quasi normal quasi eine Aktion, Bonus-Action und so? Ja, aber erst wenn du dran bist. Also das ist jetzt einfach, wenn der Drache sich wegbewegt, nicht, dass du jetzt auf der Röhre guckst, wenn er plötzlich wieder wegbewegt. Ja, der Plan ist tatsächlich, ich habe da so eine Idee. Mhm. Okay, dann... ich habe die Hoffnung, dass es klappt. Es gibt ein Tier. Ein Tier. Willst du versuchen, den Drachen zu besteigen? Oder? Ja, okay. Also hat dich der Adler auch fallen lassen? Kann der Adler als Aktion. Das kann er ja nur, wenn er dran sein, dran ist. Ne? Ja. Aber ich kann mich dann noch nicht. Ich ja dann. Weil sonst fliegt der ja weg und dann. Muss der hinterher und dann, ist blöd. Ja. Dann mach bitte auch mal eine Athletics oder Acrobatics. Und für da habe ich ja auch einen Vorteil, weil das die allererste Aktion ist. Und hoffentlich. Boah. Das ist Gesundheit. Wenn man grottig würfelt. Ja, immerhin eine 4 mit dem. Immerhin. Gott. Warte. Was war das? Athletics, sagtest du, ne? Oder Acrobatics, ist egal. Ist das Gleiche. Es sind 10. Der ist 10. 10, ja. Ein Würfel hassen mich heute. Du wirst abgeworfen. Und Ich fang nicht auf. Du rutschst. Ich will mich verwandeln, aber ich bin doch nicht dran. Ab. Nein. Und. Aber er hat ja nicht. Mach mal einen Dexterity Saving Throw. Oh, fuck. Jetzt würfel mal gut. Mit einer 15, ob du dich irgendwo an diesem Drachen noch festhalten kannst. Das gilt weiter, ne? Diese. Ja. Rettungswürfe und Angriffswürfe. Okay, das ist schon mal besser. 15 plus 2, 17. 17. Also du schaffst es, du kommst an der Unterseite, hältst du dich an einer dieser Rillen an dem fest und baumelst so im Wind. Hört sich auch schreien so. Ui. Okay. Oh fuck. Dann ist der Drache dran. So. Oh no. Na, ihr seht, wie diese sich durch diesen Drachen dieses gelbe Leuchten intensiviert und wie so ein Kamm einmal von vorne vom Kopf bis nach hinten einmal über diesen Drachen zieht und in diesen gelben Stellen, es sieht fast aus, als wenn Glyphen oder Runen für einen Moment aufleuchten würden. Ich hätte gerne die Adler und wobei die Adler haben die eine Intelligenz von 4 oder mehr? Ja, die haben eine Intelligenz von 10. Ja, dann hätte ich gerne die Adler und Griff und Ravenna mal jeweils Wisdom Saving Throw. Okay, ich würfel mal die Adler. Also Wisdom Saving Throw. Der eine Adler hat eine 14. Der andere Adler hat eine 7.
aber jetzt ist die Frage, welcher. Das ist nicht gut. Und ich selber. Mhm. Come on. Oh, Kippa. Mann! Kannst du mal einfach liegen bleiben? Auch dafür zählte der W4. Mhm. Okay. 20 für Ravenna. Ist gut. Bist du saving from? Ja, ne? Der eine war. Gott, scheiße. Oh, ich glaube, dafür weiß ich. Der eine war. Der war viel zu niedrig und der andere hatte, glaube ich. Was hatte ich gewürfelt? 12? Würfel nochmal. Ich weiß es echt nicht. Scheiße, das ist mir mal zu schnell. Ja, nee, dann hat er es auch nicht geschafft. Alles klar. So. Ich habe eine 4. Eine 4? Mhm. Du hörst als Ravenna für einen Moment, dass so eine Woge des Hasses über dich schwappt. Und du dieses Gefühl aber abschütteln kannst und es keinen Halt findet. Du siehst aber aus dem Augenwinkel, weil du ja unten baumelst, dass die Augen deiner Adler anfangen rot aufzuleuchten. They are friendly to me. Und der Kopf von den beiden ruckt nicht in deine Richtung, sondern nach vorne auf. Also du siehst, wie die Köpfe so in Richtung des Daches, ne, zu diesem Bogenschützen und so weiter halt eben. Und auch Griff, ne? Du spürst halt eben, wie dieser Hass über dich kommt. Und ne, also diese Wut und dieser Hass, ne, für einen Moment ist das, fühlt sich das ja fast wie ein Teil von dir an. Und dann merkst du, also, du warst in einem Irrtum. Dieser Drache, er möchte nur Vernichtung und Zerstörung. Und es ist schön, Zerstörung und im Blut zu baden und überall Asche und Zerstörung zu sehen. Ist schön und alle anderen wollen dich daran hindern. Und du spürst fast eine Stimme in deinem Kopf, die sagt, so ist richtig. Richtig. Kann ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ist das ein Charm? Ja, es ist ein Charm-Effekt. Ich bin aber immun gegen Charm, wenn ich rage. Weil du rage, ja. Schwappt dieser Effekt. Sei Dank. Problemlos. Also du spürst diese, als wenn sich irgendwas in dich legt. Das sind ja Fae-Creatures. Ich habe keine, das sind nämlich keine richtigen Beasts. Das sind Fae. Ich frag jetzt auch nur mal. Ich guck mal beim Spell, ob da was dazu steht. Guck mal. Ich glaube, sie kommen aus dem Fae-Realm. Fae-Spirits. Aber ich glaube, sie nutzen die normalen Werte. Ja, das stimmt. Das steht jetzt nicht speziell drin. Conjure Animals heißt es. Conjure Animals. Hier steht halt Creatures of Friendly. Ich kann die Frage verstehen. Ja, ich wollte nur fragen, vielleicht, weil Feen. You summon Facebirds, they take the form of beasts. Theoretisch. Just wanted to ask. But it's okay if you say no. Also then steht nicht explizit okay, dabei. Okay, dann ist das so. Und ich glaube, damit würde es jetzt zu mächtig machen. Ja, das war alles okay. Steht nicht. Also Okay, das war seine erste Aktion. Oh Gott. Seine zweite Aktion besteht darin. Also ich tue mich mal hier so dran, weil ich unten baumel irgendwo. So witzig. Oh no. Das Gute ist, wenn er da drüber fliegt, fallen wir nicht so tief. Im Zweifel. Das Gute ist auch, je mehr der sich mit uns beschäftigt, desto weniger. Der sich vielleicht weniger mit denen. Das ist auch gut. Vielleicht kann man ja auch diesen Effekt nochmal abschütteln. Oh oh. Ach, jetzt hör doch auf. Er fliegt. Nein. No. Verlier Griff nicht. Ja. Mhm.
Oh no. Und das Maul fängt wieder an aufzuleuchten. Hör auf zu leuchten. Und in einer kerzengeraden Linie schießt er diesen Strahl aus diesem gleißenden Licht durch diese Häuser, über die Häuserdächer. Das heißt, ich hätte gerne von Neola, von Finster. Neola, Finster, von Luna. Und die Ballista ist am Ende. Entschuldigung, jeweils, ich glaube, Dexterity Savings. Das ist meine erste Aktion. Gilt darauf der Vorteil? Weil wir uns vorbereitet hatten? Er hat einen Nachteil bei seinem Rettungswurf bekommen. Gegen deinen Feuerball. Da war's. Also, das heißt, er hat nur einen normalen einen statt mit Vorteil gegen deinen Feuerball. Ich habe 22 und Luna hat 16. Super. Okay. Moment, ich komme gleich eh nochmal zurück. Ja. Okay. Ich habe 22 und Luna hat 16. Dann kriegt sowohl Luna als auch du 14 Punkte Radiant Damage. 14? Ja. Gut. Was hast du? Ich habe nicht gewürfelt, du hast mich nicht aufgerufen. Weil doch, ich bin ja da drunter und der würde ja hier rüber schießen. Da bin ich ja voll raus. Nira. Nee, mich hast Nira, du nicht. Nee, das kann, ich glaube, dich habe ich als. Ich kann aber auch sein, dass ich Neola statt Nira gesagt habe. Ja, hast du. Ja, du hast Neola gesagt. Ja, ja. Deswegen ich raus. Ich ja gewürfelt. Ah, nee, Neola brauchte gar nicht würfeln. Du hast Neola kriegt keinen Schaden. Nur Luna stand in der Schneise. Hä? Luna steht bei mir. Die stehen doch hier zusammen. Steht hier. Ja. Und der Strahl geht genau hier. Ach so. Geht genau an dir vorbei. Okay, also es ist nur ein Feldbreit. Ja, okay, alles klar. Okay. Aber der Drache ist doch hier oben. Wie will der denn? Nira. Also, Würfel. Ich finde das total unfair. Ja, wir machen Gnomen-Mobbing. Ganz genau. Auf was geht das? Dexterity. Saving nächste Set. Ja. 0, dann hast du eine 15. 15. Dann kriegst du 28 Punkte Radiant. Leck mich im Arsch. Natürlich. Und mach mal einen Constitution Savings Throw wegen deinem Bless. Nein. Gegen 14. Oh. Was? Du würfelst. Konstitutionsrettungswurf. Weil du Schaden bekommen hast, ob du deine Konzentration aufrechterhalten kannst für den Bless. Genau, das plus 5. Und das ist immer entweder 10 oder halber Schaden, nee, das, was du hast. Nicht geschafft, okay. Bless 9. Ist weg. Bless ist weg. Dann ist der Effekt vom Bless. The fuck you. Luna, wie gesagt, die 14 Punkte Schaden. Hab ich. Und er macht doppelten Schaden gegen Konstruktionen. Also das heißt, hinten diese Ballista, die splittert und gut, dass ich nicht dran stand. Ja. Achso, du. Ich hab 12. Ja, 28 Punkte Radiant Damage für dich. Und die. Der eine, der die Ballista bedient, stirbt. Die anderen sind aber zum Glück unbeeinträchtigt. Ist nur ein 5 Fuß weit, leider. Leider. Aber kann ich alles haben. Ist auch gut so. So, und dann alles unfair. Fliegt er noch weiter? Ja, er hat sich nicht durch. Unser Plan war so gut. Funktioniert doch prima. Ja, bis jetzt. Ja. Er fliegt. Noch ist nichts verloren. 15, 15, 20, 30, 35, 40.
60. Mhm. 60. Da irgendwo dazwischen, ja. Mm. Okay. Da wo Platz ist. Ich hoffe, ich stehe jetzt auf keiner Figur. Nee, alles gut, alles nee. Gut. Sieht gut aus, ja. Sie hat immer geschrien, nein, du zerquetschst gerade. Lass das mal dich machen. Wir brauchen auf jeden Fall Glasständer für. Genau, für euch sieht es auch wieder so aus, weil die Augen leuchten wieder auf und der Kopf ruckt wieder ab. Als würde er ein Kommando kriegen oder so, weiterzufliegen zum nächsten Ziel. So, na, ihr habt wahrscheinlich diese eine Chance, bevor er sich wieder aus dem Staub macht. Wobei, wir sind ja mit an Bord. Ja. Und so über die Dächer könnte er. Hat ja auch ein Wunder. Also vom Griff seht ihr wenig, ne, weil Griff einfach oben auf diesen Rückenkamm klemmt. Aber was ihr seht, ist, dass wirklich nah an diesen riesigen Pranken und Krallen dieser Kreatur Ravenna baumelt. Okay. Dann ist dran. Das war der Shattering Dragon. Einer von uns. Eigentlich müsste ich jetzt dran kommen. Hm? Ich glaube, ich bin dran. Oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, ich habe vergessen, diesen Abschnitt zu lesen. Nee, alles gut. Ravenna ist tatsächlich dran als nächstes und dann ist die Goliath-Krieger dran. Bonus-Action. Ja, also man sieht halt, wie sich ihre Gestalt verändert und sie zu einer gigantischen Spinne wird, denn die kann auf Difficult. Ja, sehr gut. Wenn schon nicht so, dann so. Oh Gott. Ich hätte es gerne. Ich war hier. Ganz so. Ich glaube mir mal so eine Box. Ja, stimmt. Ne, also, deine Tiere halt. Beispiel, genau. Ne? Also sie kann schwierige Surfaces, ne, auch upside, also auch dieses Upside Down und ja. Sie klettert da so. Also wirklich so am Bauch entlang, ja. Wo der sie nicht erwischt. Und ich würde halt als Attacke mein Web versuchen zu ja, genau. auszuspucken. Und vielleicht wird der Restraint dadurch wenigstens. Endlich. Und eine Restrained Flying Creature, glaube ich, muss halt. Kann ich. Mal gucken. Ist halt für ihn, ist es ja für ihn auch simpel unter Umständen daraus. Mal gucken. Oh, okay. Es ist eine 23 to hit. Ja, geil. Ah, nee, macht er nicht einen Saving Throw? Ist das nicht ein Rettungswurf? Entschuldigung, warte mal. Warte mal. Web. Ranged Weapon Attack. Ah, okay. 5 to hit. The target is restrained by well-being. Ja. Bei einem Hit. As an action, this restrained jetzt target can du, ne? make a DC 12 Strength Roll. Aber nur als eine Action, also wenn er dran, wenn er ist. Dran ist. Als Action, ja. As an action, the restrained target, also jetzt ist er restrained. Ja, das ist ja doof. Dann stürzt er. Bursting the webbing on a success kann natürlich auch sonst normal attackiert oder zerstört werden. Und dann laufen die alle auf ihn zu. Ja. Er wollte ja in die Mitte fliehen. Ja. Ich hab halt so die... Ja. Beschreib doch bitte. Also diese Spinne, die da so unten, also Ravenna, die in Spinnform da unten so hängt, dreht ihr Hinterteil so mit der Spinndrüse, ja, so und schießt das halt gegen diese Flügel, also so richtig so. Ne, so. Und dann wickeln sich halt diese zunächst scheinbar fast, man sieht die fast gar nicht so unsichtbar, aber dann werden die halt so fest an der Luft und man sieht halt so weiße, schimmernde Fäden, die sich da so um diesen Drachen halt rumwickeln. Und die am Fliegen halt offenbar hindern. Das kann ja. Ich hab... No, und tatsächlich diese Flügel, die werden immer enger zusammengezogen. Ich zieh so mit meinem Hinterteil auch dran. Und ne, sowohl Ravenna, ne, in deiner Spinnenform, als auch Griff, ich spürt halt eben so ein Rucken. Ne? Und, also du siehst auch, dass irgendetwas diese Flügel aneinander drückt und siehst diese
transparenten Fäden und dieses Spinnengewebe, ne, das irgendwie von unten, so sprühenden Fäden halt nach oben geschossen wird. Und langsam. Physik fängt halt langsam an, ihre Wirkung zu zeigen. Also es natürlich erst runter, in seinem Zug stürzt er. Also er darf, glaube ich, runtersinken. Er ist immun gegen Petrified, Paralyzed. Aber nicht gegen Strain. Hast du nicht gesehen, aber nicht gegen sehr gut. Yes. Endlich hat was geklappt. Sehr, sehr gut. Also vielleicht schafft er es noch, sich zu halten, also zu befreien, wenn er dran ist. Ne? Aber sieht aktuell nach sehr nice aus. Okay, das ist schon mal gut. Oh Gott, sind oh Gott, oh Gott. An. Dann ist die Goliath dran und danach ist Nira dran. Sehr gut. So, die Goliath. Ja. Die greift einen ihrer zwei wuchtigen Wurfspeere und schleudert den nach oben. Ist leider weite Reichweite, nur 30 Fuß nah. Der erste verfehlt mit Disadvantage. Ja, 13 reicht nicht. Und der zweite leider auch nicht. Also beziehungsweise nur, sie wirft beide Speere, aber die zerbrechen an diesen gepanzerten Rumpf. Komm runter, du Mischling. So, ne, die zieht halt eben schon mal diese Axt, ne, und macht sich bereit, als sie merkt, dass er scheinbar anfängt zu sinken, und rennt ihm hinterher. Also bewegt sich einfach mal hinter den Schadalindrachen. Also direkt an den Und dann ist Nira dran. Wie weit ist denn der entfernt? Von dir jetzt? Der ist von dir entfernt. Mhm. Aktuell, es ist der innere Kreis, der zählt. Das sind 10, 20, 30, 50, 60. Ungefähr 70 Fuß. Ja. Aber wobei du dich ja noch bewegen kannst. 70 Fuß. 30, okay. Haut drauf. 15, 15, 20, 25, 30. Kannst du dich 30 bewegen? 25, deswegen habe ich nachgeguckt. Ja, okay. Aber jetzt ist er trotzdem innerhalb von 60 Fuß. Ja. Und er ist ja schon verletzt. Die Glöckchen. Und jetzt hört er die Todesglocke. Jawohl. Ding dong. Ja, ist mir egal. Muss er erstmal schaffen, ne? Das sind Glocken. Ja, bei meiner Erfolgstrainer. Du musst nicht. Ja, auch gegen meine Schaffenskarte. Nee, nur gegen Zauber. Und? Gewürfelt, ha? Eine einzelne 3. Ja. Glöckchen klingeln. Klingelingeling. Klingelingeling. Okay, 2W12. Ich würfel mal gut. 2W12. Elf. Immerhin. Du ja. Hallo? How do you want to work? Yes! What? Stirbt von einem Glöckchen. Die Glöckchen haben ihn erledigt. Sag du, wie er stirbt. Naja, er hört die Glocke und die Glocke wird immer lauter und immer lauter und es wird immer so ein Dröhnen und so ein Dong, Dong. Und das versetzt den ganzen Drachen in so krassen super Schwingungen. Und dann siehst du noch, überall diese Lichter leuchten in ihm und innen drin brechen diese Kabel und plötzlich läuft da dieses Zeug raus und plötzlich fließt ganz viel Zeug aus ihm raus und dieses ganze Leuchtende erlischt plötzlich und du siehst quasi nur noch das Konstruktskelett, was außen rum ist, aber das, was ihn quasi zum Leben erhaucht hat, ist quasi im Boden versackt. Hm. Nice. So. Ja, krass. Soll es nice sein. Na, Glöckchen. Nachteil ist natürlich der kracht zu Boden. Ne, der kracht zu Boden und hier natürlich mit. Mhm. Also war 60 Fuß. Oh. Ich würde sagen, weil in dem Moment erlischt
auch der Effekt, den er auf die Riesenadler hatte. Mhm, beide Riesenadler dürfen mal einen Angriffswurf, also ein Riesenadler einen Angriffswurf auf Ravenna und einer einen Angriffswurf auf Griff machen. Das zeigt, ob sie euch rechtzeitig auffangen können. Ach so, okay. Also, der von Griff hat plus, where is it? 14. Ja, das war alles nicht plus. Hat Vorteil. Hat Vorteil? Angriff, weil du ragst. Nee, du hast nicht Reckless angegriffen. Nee, ich hab's nicht. Nee, dann nicht. Dann der zweite auch nur eine 13. Ich also beide nicht. Ne? Aber es, 13 und 14. Na, ihr wart auch ein gutes Stückchen weit weg und so, ne? Von daher. Ja. Plummetet ihr zu Boden. Wobei, ist nicht das schlimm. Heißt, es ist ja nur Bludgeoning Damage. Die Spinne unten macht Squish. Und sieht so eine grüne. Wo bin ich denn? Ach, geht aber. 3, 5, 7, selbst satt kann ich nicht. Na. Es gibt Hoffnung. Ja. 14 Punkte Bludgeoning Damage bekommen wir durch den Abschluss. Das ist halt nur die Hälfte, weil so das macht mir nichts. Ich prall nicht auf den Boden, sondern der Boden prallt gegen mich. Sieht wahrscheinlich schon zuerst so aus, als wäre Ravenna als Spinne drunter zerquetscht worden, aber dann sieht man ihre Beinchen da so rausgucken und sie waved zu euch so. Als Spinne noch. Und krabbelt drauf. Ja, der löst sich auf, bricht auseinander, ne, als wirklich so eine Schneise der Verwüstung sich durch den Boden zieht. Also der wird durch diesen Sturz und durch die Geschwindigkeit natürlich noch weiter. Einige Gebäude. Häuser gehen zu Bruch und aber ne, es fällt in sich zusammen, steigen diese seltsamen Schwaden und das Licht auf, ne, und er löst sich immer mehr auf. Das war hier es diese, gibt nur noch so ein grünes von ihm. Jetzt leuchten die Augen nicht mehr rot. Drei Feuerbälle plus Ballista plus alles Mögliche. Ja, ne, alle jubeln wahrscheinlich. Ja, es gibt einen Moment der unfassbaren Stille. Und dann hört ihr halt einen aus diesen Gräben und so, ne, noch bevor die anderen Soldaten halt überhaupt ne, an diesem Punkt halt wirklich tätig werden. Und ein von den Kobolden auf der anderen Seite. Ne, diese toten, leeren Ausdrücke von den zwei Zombie-Kobolden, die einfach nur schauen. Und ein von der Goliath, die bisschen enttäuscht ist, dass sie nicht den finalen Todesstoß setzen konnte. Und genau. Und krass. Die Siegesreaktion, ich würde sagen, das machen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ja, okay. 12, genau. Ne, dann nehmen wir uns das ja. Fürs Celebration Time. Yes. Ihr könnt, ja, geil. Also die Feuerwehr haben einen guten Unterschied und ihr habt auch massiv Schaden zu falschen Zeitpunkten aus. Und das mit der frühen Warnung, deswegen haben die auch in Eastheaven etwas mehr Schaden gemacht als normalerweise. Sehr gut. Und eigentlich ist es so, dass er immer sobald er 30 Schaden kriegt, fliegt er weiter. Und das heißt, in dieser einen Runde habt ihr natürlich deutlich mehr als ne, diese Summe gemacht. Naja. Sehr schön. Okay. Ja. Ja. So, ne, das ist, ich habe eigentlich gedacht, dass es über zwei Folgen gehen wird, die Verfolgungsjagd des Drachens, aber wir sind zu einem unrühmlichen Ende, dank meines miserablen Würfelglücks. Ich habe nicht geschafft, einem einzigen dieser blöden Feuerbälle mit magischer Resistenz auszuweichen. Also, völlig abstrus. Und ja. In zwei Wochen geht's weiter. Genau. Dann schauen wir mal, wie sich die Helden im Ruhm baden und, und was für ein Anliegen Villain noch hat. Ja, wir sind die Heldentruppe. Genau. Ja, in diesem Sinne. Ne, so.
herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau. Hoffentlich. So. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.